地。Monkini, bist du da innen? Sind Sie es, Frau Gemperli? Wer ist da? Ja, wer recht. Wer schuftet sich noch einen ab für Kundschaftsabend um 7? Wenn nicht der Jean-Pierre Dumoulin. Wo wir zwar innen vor in der alten Ehre. Jetzt schaffen Sie immer noch. Ein wahrer Künstler kennt keinen Feierabend, Madame. Ja, natürlich, ja. Sie, ist mein Mann noch nicht im Büro? Ja, ich nehme es an. Ich habe etwas irre Hübsches angezaubert für ihn in seinem Zimmer. Ja, sicher wieder etwas ganz Tolles. Ja. Aber wollen Sie nicht auch langsam Schluss machen für heute? Zuerst muss ich das Arbeitszimmer von Ihrem Göttergatte fertig komponieren. Wenn ich kreativ arbeite, dann brauche ich Kontinuität. Ja, es ist auch schwierig mit Ihrem Mann. Der sagt zu nichts ja und zu nichts nein. Du, Gadi, kommst du jetzt bitte rauf? Du weißt doch, dass wir rausgehen heute Abend. Sag am Walzer, soll dich nicht so lange zurückhalten, gell, lieber? Ja, fragen Sie wegen der Vorhänge. Übrigens, der Herr Dumoulin komponiert gerade an deinem Zimmer rum. Er findet faule blaue Vorhänge zu einem erdbeerfarbigen Teppich sehr apart. Ihr schön. Ihr schön, sagt er. Was meinst du dazu? Aha. Was sagt er? Nichts ermunterndes. Von aus. So lange habe ich noch nie an einer Wohnung rumgefummelt. Während Zeit hat das ganze Landesmuseum renoviert. Ja, wissen Sie, mein Mann ist halt hier durch ein bisschen eigen. Er hat halt ein bisschen bürgerlichen Geschmack. Ein bisschen. Ihr Mann ist genauso stinkprovinziell wie die Kinderbücher, die er rausgibt. Sie finden ihn also altmodisch? Ja, das ist ja nur der Summton. Wenn es nach ihm ging, hat sie in seinem Arbeitszimmer noch Mahagoni-Möbel. Plüsch und einen künstlichen Gummibaum. Womöglich noch einen gestickten, röhrenden Hirsch an der Wand. Ihr, die Geschmacksverirrung. Er hat Ihnen immerhin in allen anderen Räumen absolut freie Hand gelassen. Ah ja. 3 Wochen habe ich gebraucht, bis ein endlich zu einem blümelten Beide überredet hat. Und von den 6-eckigen Spiegelbadwannen ist er heute noch nicht überzeugt. Einfach nur zu knuller Idee. Wer sieht schon sein Bauch gerne 6 Mal im Spiegel? Ja, ich kann auch mehr an sie denken, Madame. Ihrem Mann kann ja etwas mehr Schaum machen. Jean-Pierre, bitte. Silvia! Ja? Silvia, bringen Sie doch bitte einen Kaffee für den Herrn Dumoulin. Der wird Ihnen gut tun. Ich will keinen Kaffee, ich will eine Entscheidung. Haben Sie gerufen, Frau Gemperli? Ja, machen Sie doch bitte ein Tässchen Kaffee für den Herrn Dumoulin. Ja. So ein kleines bitte. Mhm. Und wir können Sie einen Gin Tonic bringen. Ja, bitte gerne. Nachher können Sie dann gehen. Sie haben doch frei jetzt Abend, oder? Ja, Frau Gemperli. Oh, sind Sie gepostet? Ja, ein bisschen, ja. Ja, irgendetwas muss ja anlegen, wenn wir rausgehen heute Abend. Ja. Sie, ich habe mir 2 irrsüsse Kleidung gekauft. Ihre grosszügige Göttergatte wird einen Gump machen vor Freude. Welches wollen Sie anlegen? Ja, sicher wieder mein alter Schwarze. Hätten Sie noch gerne etwas zum Kaffee, Herr Dumoulin? Ja. Willst du sonst noch etwas? Ja, du bist wieder eher sexy heute. Du, aber pass auf. Der Herr Gemperli kann jeden Moment vom Büro unten raufkommen. Ja, und dann? Dann kennt ihr nicht einmal den Unterschied zwischen einem Zungenkuss und einer Zungenwurst. Trotzdem, verklemm's doch noch ein bisschen. Ja, ich verklemm's jetzt seit Wochen, das ist nämlich eher ungesund. Jetzt warte doch bis heute Abend, Schnüge. Dann gehen die Gemperlis aus und dann haben wir die ganze Wohnung für uns allein. Wunderbar. Hoffen die Gänse nicht nur Munkli seine Grossvaterhemper zum Glitten. Ja, du schon nicht. Heute ist mein freier Abend. Und wenn ich nicht frei hätte, dann könnte ich mich dann ja frei machen. Aber komm, geh jetzt an die Arbeit. Ja. Au! Du, das hätte ich dich nie sollen lernen. Du. Ich lebe aber noch gut, gell, Schnüge? Ja, eher gut. Du bist direkt ein Naturtalent. Ja. Silvia, wo bleibt eigentlich mein Drink? Oh, excuse, ich bin aufgehalten worden, aber ich mache ihn gerade. Ach, lassen Sie sich, machen wir ihn selber. Holen Sie jetzt ein Käferli für den Herrn Dumoulin. Ja. Wissen Sie überhaupt, wie ich es gerne habe? Hm? Noch nicht, Herr Dumoulin. Stark. Heiß. Und sehr süß. Ja. Ich glaube, wir müssen das Gebimmel ein bisschen dämpfen. Aber wieso denn? Der Klang ist doch himmlisch. Ja, allerdings. Aber meine Mama meint, dann hätten wir gerade ins Grossmünster zügeln können.
Ja gut, wenn ihr mal auch an dieser Klangsinfonie etwas umzunörgeln hat, dann reissen wir es halt wieder raus. Und ersetzt es durch so etwas. Was? Was? Eine Katastrophe. Eine absolute Katastrophe. Hallo, geh da, was für eine Freude, Frau Backenstoss. Sie geht das gar nicht an, Herr de Moulin. Oh, bitte, bitte. Sie übrigens, wie gefällt Ihnen das? Sehr schön, hübsch. Ja, ist das alles? Also bitte, wir haben etwas unter uns zu besprechen. Ja, was Sie Ihnen sagen, ja. Rufen Sie mich doch, wenn es interessant wird, gell? Was? Sind unsere Männer noch unten im Büro? Ja, der Gotti kommt gerade rauf. Er muss sich ja noch umziehen. Oh, da kommt meine sicher auch mit auf einen Drink. Sau blöd. Läute ihn doch schnell ab. Du, Dorisli, erzähl mir jetzt noch mal nicht, du hast dich wieder mal ins Unglück gestürzt. Ach, Paps, ich hab genug. Endgültig von allem. Hast du dein Auto zusammengefahren? Sabau, ja. Aber das hat doch jetzt nichts damit zu tun. Fragst, wie lange sie da unten bleiben. Aber sag ihm bald zum Himmels Willen nicht, dass ich da bin. Ja, Barbara. Du bald ist der Gotti noch bei dir unten. Aha, ja, wie lange haben Sie denn noch? Sie lesen gerade den Korrekturabzug von Adrian, das Murmeltier. Nein, nein, die müssen nicht pressieren. Lesen nur fertig, lasst euch Zeit. Danke. Du bist die ideale Komplizin. Du, Doris, wie soll ich das verstehen? Also keine Angst, ich ziehe dich sicher in Hütte. Das ist aber sehr beruhigend, das. Weißt, wir werden uns nur für heute Abend eure Wohnung auslehnen. Wie bitte? Wirklich, noch für heute Abend? Ja, du und der Balz. Blöd. Ich und der Walti. Der Walti? Also, Paps, bitte jetzt doch nicht so. Hat es doch erzählt. Ah ja, so der! Also, sag mir nicht böse, Doris, aber von dem Geschleck will ich nicht mehr hören. Also, Paps, bitte spiel jetzt nicht Moral, danke. Gin Tonic? Danke. Also doch. Aber nur ein kleines Schlückchen. Ich kann einfach nie Nein sagen. Ja, das scheint so. Das muss ein Sprachfehler sein von dir. He? Hast du keinen Fehler? Ja, also ehrlich gesagt, ein Hausfreund wäre mir zu anstrengend. Ich könnte bestimmt Magengeschwür davon über. Komisch. Bei mir gehen sie weg davon. Du, der Walti, das ist so ein lieber Schatz. Also weißt du, ich begreife nicht, dass du so etwas machen kannst. Du, und wenn der Ball so etwas spannt? Ja, der hat genug damit zu tun, die Spuren von seinen eigenen Seitensprüngen zu verwischen. Kennst das doch? Tut mir leid, Schätzli, aber es wird wieder mal spät heute Nacht. Ich muss noch mit dem Kunden ausgehen. Kabis. Der Balz hat bald mehr Kunden als das grösste Shoppingcenter. Aber das ist trotzdem keine Entschuldigung für das, was du da mit dem Walti treibst. Also Entschuldigung, Babs, wir haben noch nie etwas miteinander. Ich meine voneinander gehabt. Ja, zusammen haben wir ja, doch, du wolltest schon verteufelt den Skandal haben. Wieso denn auch? Wir kommen doch sicher ziemlich spät heim. Silvia hat doch ausgegangen. Ja, schön, gut, ja. Aber was soll ich denn dem Gotti sagen? Ja, kein Wort natürlich. Es bleibt unter uns. Wenn ihr heimkommt, merkt kein Mensch, dass jemand da war. Also weißt du, Doris, ich würde dich ja schon nie so in meine Affären verwickeln. Hoppla. Ich habe gar nicht gewusst, dass du auch Affären hast. Du, das habe ich auch nicht. Also wirklich nicht, he? Der Gotti und ich könnten es nie so treiben. Ich habe ja den Eindruck, der Gotti treibt es überhaupt nicht. Ganz richtig, so etwas macht er auch nicht. Ja, hör auf. Nicht einmal mit dir. Du, was soll das heissen, he? Ich meine, der Gotti ist ein Lieben, aber ist nicht gerade, ja, ich weiss gar nicht, wie ich das soll sagen, ist nicht gerade ein heisser Typ, oder? Also dummes Zeugs, also so etwas. Ja, er ist vielleicht ein bisschen übermüdet, ja. Aber das ist auch kein Wunder, he? Während denn die Balz jede Nacht umeinander balzt, da sitzt meine Brav im Bett und lektoriert Kinderbücher für den Verlag. Schön, schön, hast ja recht. Ja, nach 100 Seiten Kindermärchen hat er natürlich auch keine grosse Lust mehr. Es spielt ja keine grosse Rolle, wenn der Wind nach ein paar stürmischen Ehejahren ein bisschen sanfter wird. Ja, nur gerade Windstille sollte es nicht geben. Bitte noch, gell? Aber lassen wir jetzt das. Reden wir doch lieber noch ein bisschen von deinem Taifun. Vom Walter? Du, das ist ein Goldschatz. Der hat mich doch mit allen Mitteln versucht zu überreden, ja, heute mal bei ihm zu übernachten. Und wieso machst du es denn nicht? Ja, heute Nachmittag habe ich den Brief bekommen. Ja, und? Der Walter hat doch eine Mutter. Die meisten Menschen haben eine Mutter. Ja, aber er hat sie nicht für ein paar Wochen in die Ferien schicken. Aha.
Und jetzt ist sie ins Wasser gefallen. Mutter! Blöd. Ferienreise natürlich. Da, lese mal. Mein über alles geliebtes Paradiesvögelchen. So hätte mir der Balz nicht einmal in der Flitterwoche gesagt. Das Netteste, was ich jemand von ihm gehört hatte, war die Orligunsel. Leider kannst du nicht hierher zum Rendezvous kommen. Mutter hat sich mit Ziegenpeter ins Bett gelegt. Was, du ausgerechnet mit dem Geisenpeter? Mensch, ist das eine Familie? Also, Papst, bitte, jetzt mach keinen Witz. Nie werde ich unseren ersten gemeinsamen Kaffee im Dachrestaurant des Hotels International vergessen. Seite 2. Mir bleibt die Luft weg. Wieso? Du warst der Kaffee zu heiß. Was kann man mehr über einen solchen Moment sagen? Es war die Erfüllung. Ich weiß, wie schwer es sein wird, von deinem Mann wegzukommen. Aber bitte, du, meine einzige Liebe, versuche alles. Ich schwelge in der Vorfreude, dich, du Süße, in der Wohnung deiner Freundin Barbara treffen zu können. Also, Moment, Doris, also lass mal so weit geht unsere Freundschaft denn doch nicht. Also, Paps, bitte, es tut doch nicht so. Wir kämpfen, sagen wir mal, um 9:30 und um 10:30 sind wir fertig. Es dauert höchstens 2 Stunden. Was, so lang? Paps, bitte, was ist denn schon dabei? Also, excuse, ich muss mich jetzt anders anlegen. Du würdest den Waldi zum glücklichsten Mensch machen. Ja, du Mensch, ich würde dich dazu machen. Übrigens, wieso geht ihr nicht in ein Hotel? Ja, bist verrückt. Wir könnten ja gesehen werden von Leuten, die das Gleiche vorhaben. Bist so gut, überleg dir das nochmal. Was gibt's denn da zu überlegen? Abgemacht ist abgemacht. Ja, ja schon, aber trotzdem. Gotti, Kumpel. Du hast mir's versprochen. Jetzt kannst du doch deinen Freund und Kompagnon nicht einfach hocken lassen. Warum gehen wir denn nicht in ein Hotel? Warum echt nicht, Unschuldslämmli? Wir könnten ja gesehen werden von Leuten, die das Gleiche vorhaben. Ganz abgesehen davon finde ich es gemütlicher in einer heimeligen Wohnung. Naja, mir geht langsam aber sicher ein Licht auf. He? Du hast mir und Barbara die Wohnung da nur aufgeschnurrt, damit du nachher einen sturmfreien und billigen Schlag hast. Hm? Godi, für einen Kinderbuchverleger hast du sehr eine verdorbene Fantasie. Und für meinen Kompagnon hast du sehr eine lockere Moral. Ist aber wahr, he? Das letzte Mal, als mit so einer Bäre da gsi bist. Gell? Du hast geschworen, das ist jetzt erst und das letzte Mal gsi. Ja, mit Zäbern. Was suchst du eigentlich? Heidi kann brauchen, was es gelernt hat. Ja. Merci. Für was hat man eigentlich einen Freund? Sag du mir lieber, macht dir das überhaupt nicht aus? Jeden Abend mit einem anderen rumzuschwänzeln. Wohl, sehr viel sogar. Früher hatte ich immer ein paar aufs Mal gehabt. Voll Schande. Dazu noch ein Mal, wo Kinderbücher rausgibt. Mein Privatleben hat mit unserem Geschäft nichts zu tun. Dein Privatleben nimmt dich so in Anspruch, dass du das Geschäft gar keine Zeit mehr hast. Warum übertreiben nicht? Seit Jahren haben wir jetzt keinen Bestseller mehr rausgebracht. Ja, was? Wer hat sich denn Bettmümpfeliserie durch die Latte gehen lassen? Das hat ja jetzt müssen kommen, das. Eben, ja. Du hast ja behauptet, mit einem kleinen grünen Heinzelmännchen, mit einem Wasserkopf und einer Herdöpfelnase, können wir heutzutage keinen Kegelischüler mehr hinter einem Ofen führen locken. Und was hat heute Millionen Auflagen, was oder was? Das kleine grüne Heinzelmännchen mit dem Wasserkopf und der Herdöpfelnase. Weiss es. Aber mit der Konkurrenz? Komm, schweif nicht vom Thema ab. Wir haben es von deinem liederlichen Lebenswandel und für den gibt es keine Entschuldigung. Ich will meinen Lebenswandel nicht entschuldigen, sondern geniessen. Alter Lustmolch. Lieber ein Lustmolch als ein Sexmuffel. Ich bin kein Sexmuffel. Also, dann klemm ab mit deiner Moralpredigt und hilf mir heute so. Ja, ich habe den Ärger mit deinen Gespusi und du hast dann das Vergnügen. Hm? Oh, wenn du willst, kann ich dir auch mal so ein jungsherziges Pulswärmerli organisieren. Ja. Danke, habe ich nicht nötig. Überhaupt, wie du deine Frau hintergehst. Das ist der Gipfel. Ja, das ist der Gipfel der Schlauheit. Meine Doris bewundert mich, wie ich mich selbstlos aufopfere für unseren Verlag. Sie staunet, wie ich das durchhebe, jeden Abend einen Geschäftsfreund auszuführen. Ja, sag mal, wer ist denn heute an der Reihe? Ein älterer Primarschullehrer aus dem Töstal. Ja, der hat eine rührende Geschichte geschrieben von einer arbeitslosen Schildkröte, die muss stempeln. Falsch! Wenn du schon lügen musst, dann geht richtig. Ich nehme an, dein älterer Privatschullehrer ist etwa 19, hat lange blonde Haare und blaue Augen. Du wirst lachen, ich habe keine Ahnung, wie sie aussehen. Was?
Sie ist Telefonistin. Das ist aber gerade alles, was ich weiß von ihr. Wir haben heute Morgen, als ich eine Auslandauskunft haben musste, ein bisschen pläudern miteinander und uns dafür heute Abend verabredet. Mama, PTT versucht wahrscheinlich mit einem völlig neuen Kundendienst aus den roten Zahlen rauszukommen. Hat er gesagt, dass Fräulein vermittelt ins Ausland? Sich selber? Quatsch, ich hatte eine falsche Nummer gehabt, nach Frankreich, nach im Fernamt angerufen. Und der Rat, wie das Müsli geredet hat am Telefon, habe ich sofort gemerkt, dass sich da etwas machen lässt. Ja. Für so Sachen habe ich einen Nerv. Hast du? Darf ich Ihnen zurückrufen? Wo kann ich Sie erreichen? Welche Nummer bitte? Frau Gemperli, haben Sie einen Moment Zeit? Ah, Herr Gemperli. Sie entzückende, reizende Mensch, sind Sie endlich da. Jawohl, der entzückende, reizende Herr Gemperli ist jetzt da. Stürzen doch bitte nicht, Herr Dumoulin. Es tut mir leid, aber er muss sich jetzt entscheiden wegen der Vorhänge. Jeder kreative Prozess muss man durch einen Entschluss abgeschlossen. Sehr schön, ein kurzer Prozess. Ich habe Ihrer bezaubernden Frau schon erklärt, dass der erdbeerfarbige Teppich nicht war Fräse. Sie ob Fräse, Käse, Eper, Himbeer, Brombeer oder stachelbeerfarbige Teppich, das ist mir schnuppe wurscht. Ja, aber es ist doch Ihr Zimmer, Herr Gemperli. Sie müssen wählen. Ja, die Einsicht kommt Ihnen aber richtig spät. Ich habe meinen Arbeitsraum da einen genau so haben wie in der alten Wohnung. Und ich, meine Frau hat sie geholt als Dekorateur. Designer, bitte. Wo ist denn der Unterschied? Ja, da sehen Sie dann an der Rechnung. So, jetzt sind Sie so gut und machen Sie, dass Sie fertig werden, gell? Aber ohne mich. Ich brauche nur eine Sekunde von Ihrer kostbaren Zeit. Das sagen Sie jetzt in 3 Monaten. 14 Tage haben Sie allein gebraucht für das Mädchenzimmer. Ja, zugegeben, dort habe ich mich ein bisschen versummt. Versummt? Was der da rumbastelt, ist doch reine Zeit- und Geldverschwendung. Also, das würde ich jetzt nicht sagen. Hoffentlich gibt er wenigstens zu, dass das neue Badzimmer eher extravagant ausgefallen ist. Ja, ja, das macht er bestimmt. Ja, ja, mach ich, das mach ich, das mach ich. Ich weiß nämlich gar nicht, wie ich bis heute ohne den Filz in der Warmlufttoilette sitze. Psch, psch. Um den Blümchen zu bitten, ich konnte existieren. Ja? Sehen Sie jetzt? Sie müssen sich innerlich lösen von Ihrer reaktionären Fixation auf Plüsch und Mahagoni. So, jetzt kommen Sie nicht, ich brauche eine Entscheidung. Oder ich trötzele. Ganz richtig. Dann soll sie eine Entscheidung haben. Ja, vielen Dank, Herr Bockenstoss. Wenn es auch einem Gämpli ging, könnte ich einen Herdöpfelsack vors Fenster hängen. Bitte nach Ihnen. Zu gütig, merci. Haben Sie eigentlich keinen Anzug, der zu Ihrer Krawatte passt? Doch! Plüsch mit Mahagonitupfen! Neckische Witzbolzen. Du bist ein Engel. Und du bist ein Tuch. Ich liebe dich richtig. Aber das noch. Du, und vergiss eins nicht, gell? Ich weiss nicht von nichts. Ja, das ist übrigens die volle Ware. Du bist ja dann gar nicht da. Oh, hast du Sekt im Haus? Du, weder Sekt noch Champagner und auch kein Kaviar. Aha, dann muss ich jetzt noch schnell posten. Weisst du, Walti braucht das. Ciao, bis nachher. Was der Walti alles braucht. Du hast den Kaffee für den Herrn Dumoulin. Ich glaube, er ist im Arbeitszimmer rennen. Ja. Silvia? Ja? Sie haben doch frei heute Abend, oder? Ja, warum? Gehen Sie aus? Ja. Ja, sicher. Hey, ja, natürlich. Tut mir furchtbar leid, Herr Dumoulin. Aber der ganze Plunder gefällt mir also hinten und vorne nicht. Hat keine Fasnachtsdekoration in meinem Arbeitszimmer. Herr Gemperli, Sie ruinieren mich. Sie richten mich zugrunde. Meine ganze künstlerische Konzeption ist im Eimer. Ja, dann gehört sie auch. Pöbel mit dem ganzen Geschmäuss. Ah, Sali Mutzerim. Sali Munkeli. Du hast etwas nicht in Ordnung? Ja, nicht mehr als sonst. Danke vielmals, kommt euch gewünscht. Ja, nein, das ist für den Herrn Dumoulin. Herr Dumoulin, sein Schlachtfeld ist dort hin. Und das gilt auch für seinen Kaffee. Ja, Befehl ist Befehl. Hast du wieder mal Streit mit Herrn Dumoulin? Nein, ja, mit mir. Ich sehe aber auch nicht ein, warum ich mir für mein teuerverdient Geld von irgendjemandem, irgendetwas schauderhaft soll aufschnurren lassen. Irgendetwas? Von irgendjemandem? Wo ist mein Kaffee? Aber regen Sie sich doch nicht auf. Der Herr Dumoulin hat Schick und Geschmack in jeder Beziehung. Ja, das meinst du? Ja, schau ihn doch nur noch mal an. Ich möchte, du hättest nur ein paar Hosen, wenn er so sitzt. Das Korsett dazu stift ich. Ich bin Buchverleger, keine Bardame. Oh, pardon. Ich rausche zurück ins Arbeitszimmer. Wenn Sie mich brauchen sollten. Weißt nicht für was? Ja, das kann man nie wissen. Ich kann den Typ nicht ausstehen! Aber Mundfühle! Lass dich doch von dem nicht verrückt machen. Es ist ja nicht nur der. Wer denn sonst noch du? Ach, was weiß ich, vielleicht dich selber. Du schaffst wieder zu viel in letzter Zeit. Du sag mal, tut eigentlich der Ball zahlen? Sagen wir mal die Hälfte. Das heisst doch, im Grunde genommen hast du recht, er tut schon auch etwas.
Verzeih ihm. Sag mal, hast du mich eigentlich noch gern? Aber Munkel, ist das eine Frage? Nein, jetzt musst du bitte ganz ehrlich sein. Immer? Bin ich ein Sexmuffel? Ja. Ja, aber Munkli, darum habe ich dich doch so gern. Du bist doch immer so rücksichtsvoll, so anspruchslos und bescheiden. Das hast du mir noch gar nie gesagt. Ja, das ist mir früher vielleicht nicht so aufgefallen. Du Putzli, weißt du was? Ich habe eine Idee. Wir gehen heute nicht an diese so blöde Party und hauen jetzt mal früh ins Bett. Oh ja, du! Oh nein! Nein, wäre das schön, Munkli, aber das geht doch nicht. Warum soll das nicht gehen? Aber Munkli, du musst doch eine Rede halten. Ah ja, nicht. Siehst du, natürlich habe ich immer Pech. Ewig habe ich Pech. Ja, gehen wir halt. Gut, was lässt du an heute Abend? Du Munkeli, ich habe wirklich nicht gewusst, was ich anlegen soll. Mhm. Und da habe ich mir halt schnell zwei neue Kleider gehabt, aber ganz billige. Ah, ganz billige, ja, ganz billige kenne ich. Das kenne ich dann. Ja, du kannst wenigstens den alten schwarzen Trauerfahnder mal zum Verkehr ausziehen. So ist noch etwas heute? Nein, du gar nicht. Es war niemand da, hat niemand angerufen. So richtig langweilig, weißt du? Ich kann jetzt sogar duschen. Du bleibst ein bisschen hier sitzen und trinkst etwas, gell? Wenn du willst, kannst du mit Gin austrinken. Oh, danke, ich liebe, ja. Nachher ziehst du dich dann auch auf, gell, lieber? Gegen die 8 müssen wir dann aber gehen, gell? Du lieber schon Viertel vor, hä? Viertel vor ist mir noch lieber, ja. Mir bleibt die Luft weg. Was kann man mehr über einen solchen Moment sagen? Es war die Erfüllung. Ich weiß, wie schwer es sein wird, von deinem Mann wegzukommen, aber bitte du meine einzige. Ich weiß gar nicht, was du hast. Der Töchel wirklich keine Großartig. Vor Freude. Was liest du da? Das ist ein Brief, ist da unter einem Küsschen gelegt. Also, sag mal. Seite 2, aber sind denn Seiten 1 und 3? Ich weiß ich nicht. Ich weiß, wie schwer es sein wird, von deinem Mann wegzukommen. Aber bitte, du meine einzige Liebe, versuche alles, ich schwelge in der Vorfreude. Ist aber noch dick, hä? Weißt du wirklich nicht, wo die anderen Seiten könnten sein? Ja, ich habe ja keine Ahnung. Sag mal, was könnte denn das sein? Also, ein Kapitel aus einem Kindermärchen ist es sicher nicht. Tipp auf einen Liebesbrief. Bravo, bist du ein Gemerkiger? Ja, weißt du, im Grunde genommen ist es natürlich etwas hart, dass unsere Silvia diesen Brief bekommt. Hä? Der Brief kann nicht an Silvia gerichtet sein. Wieso musst du es wissen? Ich weiss, wie schwer es sein wird, von deinem Mann wegzukommen. Von deinem Mann. Ja? Mann! Silvia ist nicht verheiratet, sie hat keinen Mann. Nein, nein, nein. Ja, wer könnte da gemeint sein? Du meinst nicht Barbara? Wer denn sonst? Ja, sicher nicht erst. Ein kleines, harmloses Flirt. Ja, komm, harmloses Flirt. Komm, gib mir einen Whisky, dann kann ich den Mut antrinken. Hör doch auf! Das tönt ja wie ein Dankschreiben mit einer Nachbestellung. Das ist es auch. Wieso muss denn überhaupt ein Mann einen Brief geschrieben haben? Gopi, bist ein Arm. Und wie füttern wir jetzt die Vorhänge? Raus! Schön ruhig bleiben, Gotti. Tief durchschnaufen. Es gibt ein Taubenblau-Futter und damit passt du. Abtauben! Barbara kann es nicht sein. Ja. Barbara nicht. Über das kannst du den Monat den Kopf verbrechen. Du vergiss nicht, wir müssen jetzt noch etwas regeln wegen Fräulein Holzhaus. Was für Fräulein Holzhaus? Das Fräulein vom Fernamt, mein Müsli. Mein Müsli kann man blöterl. Du hast das Gefühl, meine Frau sagt mir untreu. Und warum? Weil du die ganze Zeit nichts anderes im Grind hast. Jawohl. Bock. Komm. Klar. Gotti, mach dir doch nichts vor. Wenn eine Frau ihren Triebwagen mal auf ein Nebengleis rollen will, dann gibt sie vorher ganz unbewusst bestimmte Signale. Und nur ein Esel wie du merkt das nicht. Was? Signal gibt sie? Ja? Du, was gibt sie für Signal? Das ist von Frau zu Frau verschieden. Die eine zaus zum Beispiel plötzlich in die Stadt und kauft sich neue Kleider. Nein! Zwei Kleider! Zwei hat sie gekauft. Heute Nachmittag zwei. Die andere wird ganz plötzlich ganz lieb und zart zu ihrem Mann. Balz, das stimmt. Balz, das stimmt haargenau. Es ist keine 5 Minuten seither, hat sie mich verführen wollen. Siehst du jetzt? Siehst du noch? Das gibt's doch nicht. Schau mal, ich habe ja dieser Frau jeden Wunsch von der Ritterklasse. Ich habe ihr doch alles erlaubt. Ich habe ihr doch alles erfüllt, was sie hat wollen haben. Sie hat sogar noch einen wahnsinnigen Dekorateur ins Haus holen. Wo ist der ganz über Spannklimbim aufgeschnurrt hat. Angefangen von dem blödsinnigen Bim-Bam-Bum-Gum. Bis zu meinem ovalen Bett. Apropos Oval, das Bett kann man eigentlich ovale Bettwürste kaufen. Nein,
Balz. Was soll ich machen? Nimmst Rechteckige und schlägst Decke ein. Was gibt's für's Brot? Weißt du, was du gesagt hast? Lass mich mal nachdenken. Warte, hat sie plötzlich schaurig Lust auf etwas Saures? Was? Ein Blödsinn, das ist etwas anderes. Jetzt haben wir übertriebene Zärtlichkeit und neue Kleider. Also, was gibt's noch? Wird sie plötzlich nervös oder fängt sie manchmal grundlos an lachen? Nein, bis jetzt eigentlich nicht. Nein, dann hätten wir jetzt zwei von drei typischen Signalen. Ja. Hätten wir zwei von drei, hätten wir schon. Warte mal. Gib mir mal den Brief. Was? Geh die Mankeli, es ist halber Abend. Brief! Was willst du denn damit? Ich wollte dir an der Nase heben und sie kicken und kühlen fragen, was das für ein Bewand. Freddy Wutz, was willst du? Ich wollte dich noch mal fragen, was... Oh, der Balz. Da bin ich, Balz. Bist du schon lange da? Ein paar Minuten. Ist dir niemand begegnet, als du raufgekommen bist? Nein, wieso? Ja, dann pass auf, dass dir auch niemand begegnet, wenn du wieder runtergehst. Ich soll es trinken. Aha, da bitte. Ja, ich habe nicht gern Gin. Ach, keine Angst, es hat ja auch keiner mehr drin. Was lachst du so blöd? Drei von drei. Du, was willst du überhaupt? Du, ich wollte dich nur mal fragen, was du da dazu sagst. Das sagt mir alles. Mir aus ist sehr hübsch. Ausgesprochen apart. Augenblick mal, sind die Schuhe auch neu? Aber natürlich, Munkeli, hoffentlich passen sie. Dann zeig's dich mal. Ja, die passen. Paps meint doch, ob es zum Kleid passt. Ah, neues Kleid und neue Schuhe. Du bist ja wieder mal sehr grosszügig mit dir. Ja, du, das ist noch lange nicht alles, Goderi. Ich habe mir noch ein paar Sachen für unsere neue Wohnung gekauft. Es wird morgen geschickt. Was wird morgen geschickt? Ein Rokokamöli, eine beleuchtete Zimmerspringbrunnen und ein marokkanischer Puff. Ja, den Puff haben wir gerade nicht. Falsch gesagt zu. Ja, was soll ich dazu sagen? Geht mich nicht da. Du hast das gesehen. Hast du das gesehen, wie ihre Augen geleuchtet haben? Es geht dann jeder Frau so, wenn sie ist lädeln. Ja, hab ich's mischt. Das Leuchten kommt nicht vom marokkanischen Amörli und vom Rokokopuff. Was soll jetzt das? Jetzt wollte ich meinen Beweis. Wie denn? Wenn sie jetzt rauskommt und den Brief sieht und unschuldig ist, dann staunet sie doch, woher er kommt. Und wenn sie sich ertappt fühlt? Ja, das sehen wir dann einfach raus. Halt! Siehst du etwas? Ja, die Wand. Ja, durch Schlüsselloch kann man das Bett gar nicht sehen. Das ist ein schöner Mist zu etwas. Warte mal. Über den Spiegel. Das ist gut. Du, ich drülle, bis wir es sehen. Kontrollieren. Das ist gut. Noch ein bisschen vorne. Nicht der Brief, der Spiegel! Gut! Komm, ich mal schauen. Spinnst du? Das ist meine Frau, hä? Du bist schließlich dein bester Freund. Also jetzt sollte sie das schon wieder einmal rauskommen. Ja, weißt du, das geht ein Zeitchen. Ich sag dir eins, wenn die mal unter der Dusche steht, jetzt erst 10 Minuten lang gesäuft, geschmiert und klatscht und patscht und gemacht. Heute auch? Immer. Ja, sauber ist sie. Also sauber ist sie. Der ganze Apotheke mit so Grämli und Töpfli und Tübli, weißt du, 57 verschiedene Spray. Erst meine Doris, bis sie ihre Bigwoodie in den Haaren hat, das ist der reine Ströllelibög. Das Nachbar komme ich mir am vor, ich liege in einer alten Telefonzentrale, neben dem Stöpselschrank. Von dem kommt deine Vorliebe für Telefonistin. Wo willst du? Geh dich zu! Haben die etwas verloren? Ja, am 50er. Mein Checklops! Manchetterloch! 50! Was? Ein Manchetter-50er. Oh. Ja, du musst nicht helfen suchen, wir finden den schon. Oder suchst du auch etwas? Ja, mein Spray. Willem? Hat er Deodorant? Hast du ihn nicht gehabt? Nein, sicher nicht. Die Sante ist dein Kind, geht mir einen Weg auf den Weg. Du lass bitte die Finger von meiner Kosmetik, gell, Monkeli? Letzte hat er doch statt Aftershave Lotion meinen Nagellack im Fernen verwünscht. Messi ist der rumgekumpft. Ja, wahrscheinlich hat Silvia wieder mal damit Möbel poliert. Vorhin, als sie rauskam, hat er mich schief verschnurrt.
hätte ich mal den Nacken weg. Das ist doch meine Idee gewesen. Jetzt bin ich auch gespannt, was sie machen. Aber ich sag dir eins, das geht nichts. Du hättest nämlich viel gescheiter gemacht, wie ich habe. Wir dann reingehen, den Brief tragen. Wäre besser gewesen. Herr Gemperli, ich habe. Silvia, Sie wünschen. Ich kann eigentlich nur Ihre Frau fragen, ob ich noch etwas machen muss, bevor ich gehe. Ach, heute nicht mehr, nein, nein. Ah, ja, eben. Gellet Sie, Sie sind heute Abend nicht daheim, Herr Gemperli. Ah, heute gehen wir raus an eine Party. Ah, ja. Also dann viel Vergnügen. Okay. Ich komme dann aber noch schnell gute Nacht sagen. Ah, das ist jetzt lieb, Silvia. Also, Adi unterdessen. Ja, ist schon recht. Ja. Nacht, Silvia. Schon mit Ihnen los? Nicht. Suchen Sie auch etwas? Ja, mein Meter. Ja. Da ist er. Lassen Sie sich nicht stören. Hoffentlich haben wir jetzt nichts verpasst. Sag mal. Der Brief liegt noch dort. Das passiert und das passiert nichts. Du bald. Weißt du, was mir nicht in den Kopf hat? Was mir nicht in den Schädel rein will. Warum? Was, warum? Warum bin sie mir nach 12 Jahren plötzlich untreu? Ja, wenn du mit deinem Metzger nicht mehr zufrieden bist, holst du Würstchen auch noch jemand anders. Aber das ist also eine Frechheit! Zwischen Weber und mir hat es noch nie ein Würstchen-Problem gegeben. Unsere Flitterwochen waren ein wahrer Rausch. Vor 12 Jahren, ja? Wie steht es denn jetzt? Ist alles in Ordnung. Was heisst das? Alles in Ordnung? Einmal in der Woche? Also komm, Batzen! Einmal im Monat? Balz, bitte. Wie mange ist denn? Hat er keinen Zähler im Boot? Einmal im Jahr. Aber ich bin nie untreu gewesen. Ein Kunststück mit deinem Temperament. Telefon. Vielleicht doch etwas Wichtiges. Ne? Sie ist wieder da. Was macht sie? Was? Temperli. Bitte, Frau Wackernagel. Ja, sicher ist da, aber er muss dem Moment geschwind rausgegangen sein. Kann ich ihm etwas ausrichten? Moment bitte, ich muss noch mal geschwind etwas zum Schreiben holen. Ja, ich bin nämlich noch ganz nass. Ah, nein, 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 sie stören absolut nicht. Ja, ich bin wieder da. Also, Wackernagel. Wackernagel, Sophie Rosalia. Und Ihre Nummer bitte? Ah, die hat ich immer. Ich schicke mich drauf auf den Weg. Ja gut, dann ruft er Ihnen zurück. Ins Hotel Sonnenblick. Jawohl. Gut, dann macht er das. Danke Ihnen vielmals. Auf Wiederhören, Frau Wackernagel. Bobby! Wie du siehst, Barbara Schätzli. Ja, wie nett. Du, hat jetzt keiner von euch das Telefon gehört? Nein. Komisch. Oh, du Butzeri. Butzeri, sag mal, was hast du für einen Zettel in der Hand? Du sollst dringend Punkt 8 an einer Frau Wackernagel ins Hotel Sonnenblick halten. Ja, gell. Nummer hättest. Du, gell, und wenn das Telefon wieder läutet, dann nehmen sie doch ab, sind zu lieb. Ja, natürlich machen wir das. Ich muss mich nämlich noch geschwind abrechnen. Die geht mit Beweis zum Fenster raus. Sein Korpus delikat. Nein. Komm zurück, komm! Da unten rein, mitten auf der Straße! Mit dem Verkehr? Hey, Taxi! Taxi, fahren Sie im Zettel! Nein, ich komme neben! Bis du da unten bist, ist der Frieden längstens am Platz. Heinz! Was machst denn du da? Ja, das frage ich dich. Ich habe mit dem Godi zusammen an Adrian das Murmeltier durchgeschafft. Das ist noch schönes Wetter, gell? Ja, aber ziemlich windig. Windig? Nein, ja, das noch. Der Wind macht ihn schaffen. Gott, im Onkeli, soll ich dir jetzt das Bad einlaufen lassen? Was willst du eigentlich? Du musst nicht den Pops grüezi sagen. Mit einer Flasche Champagner. Aha, ja. Alles, alles Gute, Pops. Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Danke vielmals, Dorisi, du bist ein Schatz. Du musst entschuldigen, Barbara, das habe ich natürlich nicht gewusst. Das ist mir jetzt richtig peinlich, so mit leeren Händen. Ja, das macht doch nichts, Balz. Bleibst du noch lange da, Balz, Spatzi? Nein, nein, ich kann nur mit dem Godi noch etwas besprechen. Du, wo ist der? Ja, der ist überabgegangen. Ins Büro? Er kommt sicher gerade wieder. Darf ich mir einen Whisky nehmen? Ja, aber nimm doch nicht noch, Balz. Willst du auch einen? Ich und Whisky. Das
Also, bis nicht gegen Champagner, das ist für Walti. Bist so lieb und stell ihn in den Kühlschrank. Ich gehe jetzt heim und leg mir etwas Nettes an. Gäbli? Welcher Walter? Ah, ja, so, der Walti, du. Der Walti, Schatz! Keine Angst, ich trinke nur Mineralwasser. Doch, doch, sie ist da, Moment bitte. Für dich, du, ich glaube, er ist sauer. Ja, kein Wunder bei dieser Geissenpietermutter. Weißt du was, ich gehe mein Schlafzimmer. Aber langsam, hör. Muss das eine stürmische Liebe sein? Ja, aber was ist denn, Walti, Schatz? Aber natürlich ist alles in Butter, du stürmisch. Du, Doris, wir können nicht... Wo ist sie? Sie telefoniert. Ich habe gemeint, du telefonierst. Ja, ja vorhin schon, ja, aber es ist ihr plötzlich eingefallen, dass ihr Onkel schon lange nicht mehr angerufen hat. Welchem Onkel? Keine Ahnung, du. Was sicher einem alten Hans-Heiri. Ah, ja, ich glaube, dem hier. Der leidet die letzte Zeit schaurig unter dem Wetter. Salve, Hans-Heiri! Sagst du mir Gruß von mir? Hans-Heiri, er soll den Kopf nicht Lampen lassen. Ja, ja, ich sag ihm so. Nein, es war noch der Balz. Dein Neffe, denk. Ja, mein Mann. Ja, er ist da, im Zimmer. Ja, Onkel Hans-Heiri. Komm, ich sag ihm schnell Grüezi. Also, ciao, Onkel Hans-Heiri, gute Besserung. Das hat ihn jetzt aber gefreut. Geht mir schon viel besser. Gut. Ja. So, jetzt muss ich aber wirklich gehen. Also, ciao, Babs. Vergiss nicht, lass die Wohnungstür auf, gell? Wer weiß, vielleicht sehen wir uns übers Wochenende. Du kommst sicher auch gerade heim. Leider nicht, Doris Herzlich. Ich bin auf Frau Brett. Schade. Geschäftlich wie immer, ach, der Verlag frisst mich noch auf. Wichtige Kundschaft! Was willst du, ich treffe mich dann noch mit dem langweiligen Primarschullehrer, der, weißt, der das Geschichtli geschrieben hat von dieser arbeitslosen Schildkröte, Max Muckli. Das bessige Name für eine Schildkröte. Nein, nein, so heisst der Lehrer. Für die Schildkröte haben wir noch gar keinen Namen. Über den müssen wir eben diskutieren heute Abend. Das wird wieder eine Ewigkeit gehen mit dem verknöcherten... Fritz Hubert? Ja. Komisch, vorher hat er doch gerade noch Max Muckli geheissen. Ja, natürlich, stimmt. Ach, du kennst ja mein Namensgedächtnis. Aber der Muckli, der ist ja voller von Ideen. Der übersprudelt nur so von Einfällen. Bis mit dem seine Schildkrottenstory durchdiskutiert haben, das kann eine lange Nacht werden. Wenn die noch nicht überanstrengt. Ja, ich bin ein Opfer von meinem Beruf. Warte, ist nicht auf mich, gell, Herzlich? Nein, nein, bei mir gibt es auch eine lange Nacht. So? Halber elf, hä? Was machst du denn? Barbara hat mich überredet, mal etwas für die Wohltätigkeit zu tun. Das ist eine grossartige Idee, Babs. Tu dir noch mal etwas für Leute, die es nötig haben. Was ist es? Unterentwickelte Gebiete. Aha. Sani Gotti, ich bin gerade am Gabi, ganz im Magen. Danke, beschissen. Die ewige Hetzerei schlagen auf Verdauung. Hast du? Die Polizei hat mich verwünscht. Polizei? Ich bin in einem fremden Auto reingeguckt. Wieso? Ja, warum macht man den Scheissbrief? Der Wind fährt in die Straße gerade, wenn ich wollte, näher kommt das Auto und parkiert drauf. Der Besitzer ist ausgestiegen, läuft er weg, dann bin ich doch schnell rein, will er zwei Meter vorrollen und Kofferdeckel muss das ein Schucker sein. Wo ich den fremden Kahnen anlasse. Das ist ein Säupech, was ist jetzt mit dem fröhlichen Holz aus? Ich kann mir also endgültig in die Schuhe blasen. Ich stehe nicht auf so einem Holz aus, ich stehe vor einem Ehekrach. Und draussen steht die Polizei. Warum denn? Jetzt meine Ausweis, wo gesehen. Wo hast du es? Im Schreibfach. Wohin? Also komm, dann gib's mir. Ich habe den richtigen Ton im Umgang mit Uniformierten. Das kann mich 6 Wochen Kiste kosten. Alles wegen dem blöden Brief. Ja, von dem ist auch nicht mehr grad furchtbar viel übrig geblieben. Weißt du, jetzt müssen wir zuerst unsere Freunde und Helfer für uns zufriedenstellen. Und ziehst dich endlich an und verduftest. Ja, es tut mir schrecklich leid, wenn ich jetzt nicht. Jetzt also kann. Nicht. Sie stören. Oh, ich scheine da lediglich ein Störfaktor zu sein. Okay. Wir haben die Lampe mit der Polizei. Deine Schelm, hä? Du. So pressier jetzt, Gotti. Es ist höchste Zeit, dass wir ins Kompetenz. Ich ziehe mich um, wenn es mir passt. Ruhig, Gotti, brav. Ist das klar und keine Sekunde früher? Gotti! So kannst du doch deine Frau nicht anbrüllen. Warum kann ich das nicht, hä? Wenn an ihrem Geburtstag. Was am Geburtstag? Ich kann nicht sagen. Excuse, Frau Gämperli. Wie finden Sie meine Küsse? Wunderbar. Oh, heißen Dank. Sie soll uns mal ein bisschen umstreuen.
Sind Sie nicht eher schön? Hm? Idiotisch schön. Sie, was meinen Sie echt, was Ihre Mann dazu sagt? Hm? Für seinen Geschmack dürfte es ein bisschen zu poppig sein. Aha. Aber reden Sie doch morgen mal mit ihm. Gute Nacht, Jean-Pierre. Ja, habe ich Ihnen auch nicht gesagt, dass ich heute Überstunden mache. Wo? Da natürlich. Ja, ausgeschlossen. Ja, warum nicht? Gerade heute habe ich an eine Inspiration nachgehen. Sie fühlen mich heute irre kreativ. Es tut mir leid, aber wir gehen heute alle aus. Wunderbar, dann bin ich nicht gestört. Herr de Moulin, ich möchte nicht, dass Sie heute Abend da bleiben und fertig. Ja, aber warum denn nicht? Weil ich Sie brauche. Frau Gamperli? Ja, ich möchte unbedingt, dass Sie mit mir, das heisst mit uns, an eine Verlegerparty könnten. Ja, das ist ja eher nett von Ihnen, aber ich möchte doch gleich... aber nichts, aber wissen Sie, es ist nicht immer so stinklangweilig, dass die ganze Gesellschaft überglücklich wäre, wenn Sie ein paar Musterli aus Ihrem Leben zum Besten geben. Ja, aber ich bin kein Musterknabe. Ja. Nein, Paul, das kannst du nicht machen. Das gibt's doch schlicht und einfach nicht. Ein Polizist bestechen. Wieso denn nicht? Der ist immer ganz zufrieden abzotteln. Gamperli? Moment bitte. Für dich, Balz. Was für mich? Fernamt. Das Fernamt? Ja, das muss New York sein. Ich habe das Gespräch schon heute Morgen angemeldet. Weißt, wir versuchen doch, das Recht zu bekommen für Yogi der Bär. Das ist ja bei neu, ja? Hallo, Fräulein? Ja? Ja, das ist der Backenstoss, ist am Apparat. Ich wollte schon vorher reklamieren, aber ich bin leider nicht dazugekommen. Wie? Nein. Das Gespräch verzögert sich, ja. Ja, probieren Sie es doch noch mal am Viertel ab 8, ja. Gut, ich warte. Sie wissen ja, wo Sie mich erreichen können. Merci vielmal und viel Hören, Fön. Du, das Gespräch am Viertel ab 8, das kommt doch aber hoffentlich nicht da, oder? Ja? Nein, das kommt ins Restaurant, wo ich mit der Schildkröte verabredet bin. Mit der Schildkröte? Sie, excuse, würden Sie jetzt vielleicht... Was? Ja, Ihre Frau meint, dass Ihnen die Küsse vielleicht ein bisschen zu poppig sind. Meint sie? Ja, ich denke, die Farben da könnten sich miteinander ein bisschen beißen. Ja. Dann soll halt der Popeye die anderen Farben ändern. Verlangen Sie diesen Küsse einen Schwedensofa in schwarzem Leder, einen knallroten Teppich und Plastikvorhänge in Orange. Oh Gott! Aber Gotti, du machst doch Witz! Sehe ich so aus? Muggeli, so kenne ich dich gar nicht. Wer kennt da schon wer? Ja, da hast du recht. Gehen Sie gut durchschnaufen, Jean-Pierre. Haben Sie kapiert? Schwarzer Ledersofa, knallroter Teppich, Plastikvorhänge in Orange. Ha, bitte, Gott. Ja, noch heute ist ein Tag voller Überraschungen. Haha! Vielleicht ist der Herr Wackenstossen so liebenswürdig und hilft Ihnen auch noch Tapeten aussuchen dazu. Nein, das macht er nicht. Ich schätze nämlich die Meinung von meinem Freund und Geschäftspartner bedeutend höher als Ihre. Puh. Übrigens, bald sag mal, was meinst denn du jetzt persönlich, meine zu orange Plastikvorhänge? Gotti, es ist 7:30. Ja, und? Ja, in einer halben Stunde ist es 8. Ja, rechnen ist immer deine Stärke gesehen, weißt du? Hey, was ich doch mal sagen ist, dass wir pressieren müssen. Und der Balz hat doch da die Verabredung mit dem Herrn Muggeli. Muggeli? Dem Lehrer mit der Schildkröte. Natürlich, ja. Übrigens, ich habe Herrn de Moulin auch an die Party eingeladen. Hast du? Ja. Finde ich lieb, aber ich habe die Party auch gesagt. Da oben habe ich die Party. Am Tisch habe ich sie oben. Bitte keine Szene. Ich bleibe einen Weg da und arbeite. Nein, das können Sie nicht. Nein, das kann er nicht. Und du musst jetzt pressieren. Ich muss überhaupt nicht. Wenn ich mal sparen kann, komme ich gespart. Abgesehen davon habe ich einen Hof zu erledigen. Ah, wunderbar. Erledigen wir das. Aber nicht mit Ihnen. Rote Tapete, orange Sofa, knallschwarzer Plastikteppich. Ja. Darf sonst noch etwas sein? Aber gern. Ein Pendant zu Ihrem Bim Bam Bum Gong. Ein Klo mit einer Spieluhr. Ja, was hätten Sie gern für eine Melodie? Wenn alle Brünnlein fließen. Aber in Moll bitte! Es ist jammer schade, dass Sie für so reizende Details schon früher Interesse gezeigt haben. Ja, sehen Sie das auch jetzt nach? Ah ja, ich habe immer gemeint, Ihre Frau hat da Hose noch. Das war schon mal gewesen. Ja! Bitte Gott, ich zieh dich doch jetzt um. Nachher kannst du von mir aus machen, was du willst. Oh, das ist fein. Das finde ich jetzt wunderbar. Dann mache ich mir heute mal einen richtig schönen Abend. Oh, brav, Monkey! So ist recht, wie mich das freut. Und zwar daheim. Du ausgeschlossen! Gotti! Nein, das könnt Sie nicht machen! Was geht das hier? Nichts! Du gehst aus! Ich bleib da! Mit meiner Frau, gell du? Aber Gotti Munkeli, du hast doch noch nie eine Verlegerparty verpasst, noch gar nie! Ja, nur einmal ist ja kein Mann. Aber es darf dann nicht zerquollet werden, gell? Hey, du, was ist eigentlich in dich gefahren? Nimm dich doch zusammen! Sie, excuse me! Räumen Sie zuerst mal den Plunder weg! Plunder? Und wir zwei
Wir bleiben da heute Abend, oder hast du etwas dagegen? Das muss ich sofort der Doris sagen. Ja, was hat denn das mit dieser so blöden Doris? Hast du etwas gesagt? Ja. Was geht das Doris an? Nichts! Und das muss er dann eben sagen. Das ist das ewige Hin und Her. Jetzt platzt mir der Kragen. Besser als die Hose. Ja. Irr! Lauter Irr! Hey, 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 hey. Was ist jetzt mit meinem Telefonmüsli? Das Telefonmüsli kann Katz fressen. Ich habe meine eigenen Probleme. Ich kann es morgen noch erledigen. Und ich sag dir, die werden heute erledigen. Morgen, heute. Oh ja, ich muss jetzt gehen. Ja, tuscheln Sie ruhig noch ein bisschen weiter. Wir tuscheln überhaupt nicht. Wir reden über den Schriftsteller, den ich noch treffe heute Abend. Ja, da haben Sie sich eine schöne Schildkrotensuppe eingebracht. Lass ich jetzt nicht mehr machen in meiner Anklage ein. Nein. Gut, dann gehen wir halt grad tanzen. Wunderbar. Sie, Herr de Moulin, müssen Sie unbedingt da bleiben? Ja, unbedingt. Ich habe noch eher viel Arbeit. Dann verzichten Sie wenigstens darauf, mit uns auszugehen. Ja, nur so gerne. Und dann stelle ich meine Telefonist, meine telefonische Voranmeldung auch ab. Dringendst Ihren Anruf erwarten. Kannst du schauen? Danke. Ja, Sie müssen dann aber ausdrücklich sagen, es sei äußerst wichtig. Ja, und absolut unwichtig. Darf ich jetzt? Nein! Noch nicht. Sind ihr euch jetzt endlich einig wegen diesen Farben hier? Ja, noch lange nicht. Aber wenn dem Herr Gentli meine Farbpropositionen nicht zusagen, dann kann ich noch ein paar Kataloge holen aus dem Auto. Ja, danke vielmals, ist aber wirklich nicht nötig. Ah, Frau Wackernagel. Oh, Entschuldigung, Frau Wackernagel. Nein, ich habe Sie nicht vergessen. Nein, natürlich nicht. Wir sind nur so im Druck gewesen. Ich bin einfach nicht dazugekommen. Bitte? Ah, Sie haben ein Buch geschrieben. Oh, das ist klug. Bravo, bravo. Doch, Bücher schreiben ist etwas ganz Gescheites. Aber selbstverständlich, uns interessiert alles. Nein, Frau Wackernagel, ich komme momentan nicht dazu, aber ich rufe zurück. Sie dürfen sich darauf verlassen. Ja, selbstverständlich. Die Handnummer, ja? Ja, ich weiss, Hotel Sonnenbrück ist in Ordnung. Gut, Frau Wackerle. Ja, vielen Dank. Auf Wiederhören. Also, ich hole jetzt meine Kataloge. Kein Mensch verlangt von Ihnen, dass Sie heute noch etwas tun. Ja, das meinen Sie. Aber so lassen Sie es doch, Herr de Moulin. Ich komme morgen zu Ihnen ins Atelier. Nein, nein, ich mache es gerade jetzt. Ich weiss, wie schwer es sein wird, von deinem Mann wegzukommen. Du, Body, ich ziehe mich jetzt ein anderes Tag. Willst du wirklich da bleiben? Es wird schwer sein, wegzukommen. Ich sehe nicht ein, wieso? Ich auch nicht. Lass mich jetzt bitte telefonieren. Nein, nein, du, ich muss im Bad innen noch geschwind anrufen. Hast du es gehört? Ja, sie muss im Bad anrufen. Nein, nein, was der Pop eine vorhin gesagt hat. Es wird schwer sein, von deinem Mann wegzukommen. Hat er das gesagt? Falls, das hat er gesagt. Wirklich hat er es gesagt. Und das steht auf dem Brief, ganz genau. Natürlich. Gott sei Dank kannst du den noch retten. Darum fummelt er seit 3 Monaten in meiner Wohnung umeinander. Falls, ich gebe dir einen guten Rat. Wenn du mal neue Tapeten brauchst, klebe es selber an. Du spinnst ja! Der de Moulin kann das gar nicht sein. Ja, warum weiss er denn, was auf dem Brief steht? Haar genau, der hat es mit meiner Frau. Ja, komm, du, das ist ein hinterhältiger Fötzel. Ich schwöre, dass du, bevor Jean-Pierre de Moulin, Designer, bevor der sich vom Tapezierer zum Designer befördert hat, hat der Hans-Peter Müller gegeben. Ja, wegen dem muss er noch lange nichts mit den Paps haben. Ja, warum willst du denn uns Teufels mitschleichen an die Party? Jetzt gehst du aber auch an die Party. Und ob ich gehe, Walz? Und ob ich aufkreuze an dieser Party und ich flirte so unverschämt mit allen Weibern rumeinander, dass denen aber jeder bis zum Burger in die Hand bleibt. Angefangen vom Hummercocktail bis zum Bechamelba. Ja, ich will wissen, wo der Rest von dem Brief ist. Vielleicht in ihrer Handtasche. Was? Moment, warte. Nein, Gotti. Gotti, mach dich doch nicht lächerlich. Das hat meine Frau bereits gemacht. Das. So, zeig mal. Soll ich schauen? Nimm doch da mal! Komm da hin! Lass die Tür zu! Lass die Tür zu! Das ist Make-up. Und das ist die Drama von einem. Strähne, Spiegel. Das ist Tüchel. Fülle. Ein Spray zum Hölzli. Möstli. Süßstoff, Portemonnaie. Trambillett. Kopfettablett, ein Zeltli, Trambillett. Ich glaube, etwas wie ein Trammler. Kugelschreiber, ein paar Strumpfhosen,
Fertig. Das ist alles, du bist schwer enttäuscht. Da ist seine Tasche. Nein, nein, die ist meiner Frau. Seiner Frau. Silvia, ich meine, Sie wollen ausgehen heute Abend. Ja, gehe ich dann schon noch. Aber dann gehen Sie doch. Es ist doch schade um jede Minute. Ja, in Ihrem Alter schon. Hast du das gesehen, wie die ihre Töfflampe durch die Gegend kutschiert? Gemeinheit! Wieso? Das ist einfach Gemeinheit. Während ich unten im Büro hocke und Kinderbücher durchrackere, wälzen sich die hier oben in meinem ovalen Bett. Ich hatte doch schon gesagt, der Dümmelin, geborene Müller, kann das gar nicht sein. Wieso nicht? Das ist doch ein. Was ist es? Hast du den noch nie genau beobachtet? Ja. Das ist doch ein Schwulinski. Ein Stämpfli. Süß. Herr Dümmel, ich muss mit Ihnen reden. Aha, endlich. Ich habe alles mitgebracht. Oh, ich muss meine telefonische Voranmeldung noch rückgängig machen. Herr Voranmeldung? Für den Holzhaus, ich gehe ins Büro ab und telefonieren. Ja. Bist diplomatisch. Ich war noch jetzt allein. Sind lieb miteinander, gell? Also, bevor wir über die Draperie diskutieren, müssen wir uns erst mal über die Farbe und Muster einig werden. Jawohl, das müssen wir auch, ja. Also, welche Grundfarbe soll jetzt in Ihrem Zimmer dominieren? Schwarz, bitte. Dunkelschwarz. Ganz ihr wäre natürlich auch ein schwarzes Sofa, aber nicht zu sehr Black in Black. Darf ich Ihnen mal etwas eher raffiniertes an Farbkontrast zeigen? So. Nein, Doris. Es tut mir ja wirklich leid, aber es geht nicht heute so. Das da. Ja, dann musst du deinem Walti halt anrufen und sagen, dass es hier nicht möglich ist. Wo sonst? Von mir aus auf einem Bänkchen am See. Ciao. Ist alles in Ordnung? Aber sicher, ja. Übertünen dich nicht, gell? Ja, wenn wir schon mal daheim bleiben, wollte ich schauen, dass es etwas Feines zu essen gibt. Es kommt natürlich eminent darauf an, wenn Sie Ihr Zimmer hauptsächlich benutzen wollen, ob am Tag oder zur Nacht. Nicht wahr, Farben sind ja eine spezifische Frage von der Beleuchtung. Was meinen Sie? Ich meine, wird Illumination künstlich oder natürlich sein? Sind Sie oder sind Sie nicht? Also für Kunstlicht würde ich entschieden dunkle Töne vorschlagen. Links rum. Schauen Sie jetzt mal das blaue Material hier. Das ist zum Beispiel eher schön und die beste Qualität, die Sie finden können. Was haben Sie wollen müssen? Haben Sie erhöhte Temperatur? Wie wär's mit uns zwei? Vielleicht lieber noch in die Kataloge gehen. Wissen Sie, ich persönlich glaube es nicht, aber mein Freund hat darum gesagt, es bestände kein Zweifel. Ihre Freund? Der Baggerstoss. Oh, das ist Ihre Freund. Herr Dümmelin, darf ich Sie noch mal fragen? Ja. Schauen Sie, Ihre Antwort wird außerordentlich viel bedeuten für mich. Ja, mir Ihre auch. Nehmen wir ins Brokat oder Damast. Herr Dümmelin, schauen Sie, Sie wissen doch genau, was ich von Ihnen will. Schauen Sie, wenn der Balz nicht gesagt hat, sind lieb miteinander. Ich könnte mich nicht mehr beherrschen. Kleistern Sie von mir aus Gäckerin oder Munkeli braune Wand, aber ohne mich. Ich hätte doch so schön gern, dass der Balz recht hat. Ja, das würde Ihnen so passen. Es wäre ehrlich eine grosse seelische Erleichterung für mich, wenn Sie einen kleinen Munziger dran nach links hätten. Ein Gäppeli! 50-50. Pfui Teufel! Gehen Sie es doch zu. Schauen Sie mir jetzt lieb. Gehen Sie es doch zu. Ich kann Ihnen nur eins flüstern. Und das können Sie auch Ihrem Freund mitteilen. Ich bin 100%ig. Ja! Normal. Oh nein. Nein, nein. Ist Ihnen nicht gut, Herr Gämpel? Ach, warum habe ich auf den Walz gelassen? Ich habe ja gewusst. Ich habe ja genau gewusst, dass ich recht habe. Das ist doch nur halb so schlimm. Es hat noch Menge Fisch im Teich. Sie sind herzlos, Jean-Pierre. Es tut mir leid, ich bin, wie ich bin. Es soll ein Grüssel müssen.
Herr Gämperli! Oh, sind Sie immer noch da? Ja, aber ich gehe jetzt dann eben gerade. Also, gute Nacht, Herr Gämperli. Gute Nacht, Herr Dömule. Auf bald. Ja. Sie bleiben dann da, hä? Jetzt lassen Sie doch, Herr Gämperli. Wir können doch morgen noch über den Fall reden. Nicht, ist heute wird über den Fall geredet. Und jetzt sagen Sie mir, wie lange das Kleid schon dauert. Was? Oh, Sie meinen wieder... Genau das meine ich! Sie unverschämte Töpfe! Ja, tun Sie auch nicht so. Meine Arbeit hat einmal noch nie darunter gelitten. Aber dass ich darunter leide, ist Ihnen das egal? Ehrlich gesagt, ja. Ist Ihnen gar nie der Gedanke gekommen, dass ich Sie lieb habe? Mich? Nein, Sie natürlich! Und erst seit heute weiss Sie, wie uns vergehen, dass Sie haben. Ja, gratulieren, Sie sind sehr vielseitig. 5 Minuten gespart, die ist schon unterwegs, Anin. Ich warte unten an der Haustür. Ist alles in Butter? Nicht, ist in Butter. Schuldig ist er. So, frech zu. Ja, dann geht doch bloß an. Gefressen besser, das ist einer. Ja, dann fressen Sie einen, ich bin keiner. Du hast mir aufrichtig leid, Kamerad. Und Sie sagen mir jetzt, wie lange das schon dauert? Ja, es kommt darauf an, was Sie mit das meinen. Bis jetzt habe ich Sie noch hier und da ein kleines Foodie geklopft, das ist alles. Was? Ja, aber ganz harmlos, ohne Hintergedanken. Rein platonisch. Ja, genau. Einfach so. Was soll jetzt das wieder sein? Das ist ein Spiel. Also, derige Spiele habe ich ja allerdings nie gemacht. Ja, machen Mahagoni-Fans auch nicht. Da gibt es übrigens noch eine irre Variante davon, die geht so. Und was haben Sie mit ihr gemacht? Ja, bis Sie hier angefangen. Mutze! Also, gerade seriös ist das nicht. Wie weit wären Sie eigentlich noch gegangen? Ja, bis Sie schlafen sind. Jetzt langt Tag, hast du gegen den Schmierenweiß! Was regen Sie sich auch so auf? Die steht einen Weg nicht auf kleine Dicke. Falz! Du bist mit Zügen! Ja, aber wegen dem bisschen Fuddichlübis, das ist noch lange kein Beweis. Für mich schon. Und der Typ da, der wäre auch weitergegangen. Ja, sicher, nur kein Eid. Wer hat den Hand? Das ist doch ein Blinki! Hadi, pass auf! Er ist grösser als du. Ja, sag doch mal, auf wie viele Männer muss ich mich eigentlich einrichten? Ja, das hat mich allerdings auch wundern. Das Einzige, was im Kühlschrank hat, ist ein bisschen Birchermüsse und Selleriesalat. Den Selleriesalat haben wir jetzt gerade noch nötig. Komm, ich muss gehen. Du bleibst da. Ich brauche jetzt als Zeugen. Sie, excuse, darf ich vielleicht mal... Wohin wollen Sie? Dreimal dürfen Sie raten. Das ist meine Toilette! Ich suche nur ein Plätzchen für die Spieluhr. Aber bin Ritz! Sobald Sie so ist eigentlich der Gotti so gespässig heute? Tu doch nicht so scheinheilig. Ich bin nicht so dumm, wie ich aussehe. Aber an dem hat doch noch nie irgendjemand zweifelt, Munkel. Nicht Munkel, jetzt ist ausgemunkelt! Gotti, los auf meinen Rat. Seiner Pfeifech! 12 Jahre hast du mir das jetzt vorenthalten. Was? 12 Jahre sind wir geheiratet miteinander und nicht ein einziges Mal hättest du das gemacht mit mir. Oder das da? Aua! Was soll das? Das ist ein Spiel, ist aber glatt, gell? Das sind Zeichen von Lebenslust. Ja, du weißt schon, was das für Lustzeichen sind. Warum hast du es nicht gemacht mit mir? Aber Munkeli, woher soll ich wissen, dass du so etwas gern hast? Ich kann ja nicht! Warum kommst du denn dazu, den Tapezier mit solchen Sachen zu verwöhnen? Munkeli, von was redest du eigentlich? Ja, von was echt? Ja. Von dem Verhältnis mit dem sauberen Herrn de Moulin. Was soll ich mit dem haben? Die ist hartnäckig. Papa, es hat keinen Zweck, dass die Leute gehen. Die hat den Brief gefunden. Was für ein Brief? Da, das erotische Dokument. Ich glaube, ich rufe an einen Doktor an. Ich schwelge in der Vorfreude. Es war die Erfüllung. Es wird schwer sein, von deinem Mann wegzukommen und so weiter und so Sachen. Was ist das? Du, woher hast du das? Ich war sehr unvorsichtig, Schätzchen. Das muss runtergefallen sein. Ja, das muss es. Ist peinlich, gell? Dass du mir überhaupt so etwas antun kannst. Ja, aber Munkeli, der Brief gehört doch gar nicht mehr. Ja, wem dann? Ja, aber dann... Ich erkläre dir das später. Das ist gar nicht nötig. Das hat dein Liebhaber nämlich bereits gemacht. Mein Liebhaber? Der da drinnen. Er hat beichtet. Ja, aber der kann ja nicht normal sein. Das haben wir zuerst auch gedacht, ja. Ich lasse mich doch da nicht zum Doppel machen. Pelz, stufe jetzt nach das Zimmer für mich. Wohnen Sie ins Hotel? Nein, mach keinen Blödsinn, Gotti. Aber Munkeli, das ist alles um ein... Von
Von mir aus kann der Bob Heini kommen und einer mit seinem Pinsel wüten, so viel er will. Gott sei Dank gibt es immer noch Menschen mit Moral. Bitte, Sie können mit dem rechten Augenblick kommen. Kommen Sie ruhig näher. Meine Frau ist bereit, das Bett ist der Tennis, bist du mal schon unter dem Kopfhüssi. Ich schlafe ohne. Das dürfte dich ja kaum stören. Ja, Ihr Angebot ist. Das ist kein Angebot, das ist ein fester Auftrag. So, und jetzt suche ich mir etwas Jungs. Jetzt komm. Das ist doch pure Irrsinn, mein Sohn. Soll ich weiter schaffen? Ja. Aber im Schlafzimmer. Oh! Bitte nicht! Ja, Sie sind ja sicher bezaubernd, Frau Gämperli, und ich weiss Ihr Angebot schätzen, aber trotzdem. Sie haben gehört, was mein Mann gesagt hat. Es ist ein fester Auftrag. Ja, dann sollten wir doch wenigstens Form wahren. Guten Abend, Herr de Moulin. Barbara Gämperli, sehr erfreut. Ja. Wie wollen welche Wände sein? Eine oder zwei? Eine genügt. Ich kann immer so schnell warm. Kopfküsse? Ja, gern. Wie meins? Nur eins. Pyjama? Ist nicht nötig. Au, recht. Ja, vielleicht wird es mir doch auch ein bisschen zu kühl. Unter einer Decke. Ein bisschen zu kühl, meinen Sie? Ja, sind Sie ganz sicher, Frau Gämperli, dass Ihr Mann nicht bloß einen Witz gemacht hat? Bombensicher. Ja. Oh, das ist Ihr. Wo wollen Sie liegen? Links oder rechts? In der Mitte. Ist mir ja wirklich wurscht. Ja gut, dann liege ich links. Sie verstanden? Ja, von mir aus. Wenn man jahrelang links gelegen ist, gewöhnt man sich schwer um. Gehen Sie mit den Hosen ins Bett? Ja, schon nicht. Ja, also los wird's bald. Ja. Ja, Frau Gämperli. Dann sind Sie ganz sicher, dass Sie es nachher nicht bereuen? Das kommt auf Sie an. Oh, das ist Ihr. Ja, ich habe mich selten so gefreut. Also los. Einsteigen? Ja, nein. Wieso nicht? Silvia. Aber sie ist doch nicht da. Ja, aber sie kommt wieder. Aber nicht vor dem 12 Uhr. Mal noch früher, sogar jeden Moment. Sie, wir wollen doch nicht gestört werden. Hm? Kommen Sie jetzt ins Bett oder nicht? Doch, gern, ja. Ja, sicher. Ja, sicher. Ein Spatz in der Hand ist ja immer noch. Sie, Moment. Ich mache Ihnen einen Zettel an die Türe. Gut, dann hole ich mir noch das Nachthemd. Ja, sind Sie so gut. Sind Sie sich auch über alles im Klaren? Ja, klarer als klar. He? Ich möchte nur nicht, dass Sie morgen Gewissensbiss haben. Wir führen lediglich den Auftrag von Ihrem Mann aus. Genau. Ja. Ich hole das sexyste Nachthemd, das ich habe. Liebling, geh sofort ins Mädchenzimmer. Ich folge so schnell wie möglich. So. Und morgen könnten wir dann ins Gesicht spritzen. Schaf hier!
habe mir nur schnell den Zettel an die Türe gemacht. Du mein Trost. Gefällt es Ihnen nicht? Mal eher, aber es passt nicht zu der Steppdecke. Ja, ich habe das letzte Jahr für die Ferienreise nach Spanien gehabt, aber ich habe noch nie den Mut, es anzulegen. Ja, ja, braucht auch Mut bei diesen Farben. Ja, nur schleifen Sie halt mal rein. Was ist jetzt mit Ihrem Pyjama? Ah ja, ich glaube, ich lege sie lieber im Arbeitszimmer an. Wir wollen doch wenigstens den Anstand wahren. Und morgen könnte ich mir dann ins Gesicht spötzen. Paradies, Vergnügen. Liebling, bitte geh sofort ins Mädchenzimmer. Wenn ihr noch wisst, wo das ist. So, komm schon. Entschuldigung. Ich weiß gar nicht, wie der peinliche Irrtum hat können passieren. Ich habe gemeint, ich sei im oberen Stock. Ja, da sind Sie ja. Kinderbuchverlag Gämperli und Backenstoss. Stimmt, ja. Ich habe natürlich nicht erwartet, dass Sie daheim sind. Ja, das begreife ich, ja. Sie glauben gar nicht, wie peinlich mir das ist, Herr Gämperli. Mein Name ist Demoulin. Oh. Excuse. Jean-Pierre Demoulin, Designer. Jetzt habe ich gemeint, das sei die Wohnung von Scamperlis. Ja, das ist es ja. Ja, das ist ja schrecklich. Ich könnte in den Boden versinken, Frau Dönne. Bitte. Danke. Ich bin Frau Gämperli. Aha. Oh! Ihr? Absolut ihr? Ich nehme an, Sie sind der Walti. Jawohl, Frau Gämperli. Sie gestattet. Walter Wunsicker. Managementberatungen? Ja, das haben Sie weder gut gemanagt, noch sind Sie da richtig beraten gewesen. Entschuldigung, aber als ich vorhin angerufen habe, hat mir Frau Backenstoss gesagt, dass wir da... könnten. Hat Ihnen Frau Backenstoss nachher nicht nochmal angerufen und gesagt, dass Sie da, nicht könnten? Nein, ich habe aufgehängt und bin schnurstracks da angerufen. Aber
möglich. Vorhin, wo ich komme, bin ich ja fast hinein reingelaufen. Wie bald so? Ohne von der Haustür. Was macht denn der noch dort? Was echt? Seine alten faulen Trick. Junge Mädchen anhauen. Gerade wo ich komme, hätten sich wieder an eine angemacht. Oh. Die hätten aber dann prompt eine Tatsch. Du, dir sollte man also auch das Füdli geben. Du hast eine Seite von Walti seinen Brief für mich liegen lassen. Nein. Mal. Und jetzt meint der Gotti, der Brief sei an mich gerichtet. Also Barbara, du bist einfacher Schatz, dass du das so auf dich nimmst, wirklich. Aber jetzt hat mich der Gotti verlassen. Ums Himmels willen, Barbara, das ist ja furchtbar. Aber wo ist jetzt der Walti? In meinem Schlafzimmer. Gang holen und hauen. Ja, kannst du denken, jetzt, wo der Gotti schon fort ist, dann können wir doch die Wohnung nicht einfach so leer stehen. Du, Doris, da habe ich also auch was für dich zu sagen, gell? Rate mal, wer da ist. Gusi. Dein Paradies, Fägeli. Guten Abend, Frau Backenstolz. Monsieur de Moulin. Jetzt schau da, schau. Was dekorieren Sie denn da im Bettchen, was? Das geht dich gar nicht an. Herzlich willkommen in unserem Club. Ich hoffe, ihr habt es lustig. Ja, ihr lustig, ja, ja. Ich lache mich tot. Da geht ja wirklich alles drunter und drüber. 3 Monate habe ich mich mit dem Gemperl in seiner Wohnung abgerackert. Und jetzt bin ich angestellt, als ob ich etwas hätte mit seiner Frau. Also, Javier. Aber wo ist jetzt der Walti? In deiner. Geh hol dein Paradies, Göckel. Und hau. Wer ist da? Putzfrau, rausgekommen. Ist die Luft sauber? Ja, da bist ja, Doris, wie mein Paradies vergleicht. Ah, oh, du ungeduldige Loser, du. Ja. Und was passiert jetzt? Nichts! Was ist das? Marschverpflegung. Tui, tui, tui. Ja, dürfen wir nicht da bleiben? Nein, wie Sie sehen, ist doppelt gebucht worden. Entschuldigung, aber wenn wir jetzt schon da sind, könnten wir uns nicht irgendwie arrangieren. Aber wie? Raum ist in der kleinsten Hütte für 2 glücklich liebende Paare. Ja, womöglich noch mit Partner duschen. Also, Entschuldigung, aber wir sollten unsere kostbare Zeit nicht so unnütz verplempern. Sicher nicht, aber ich habe prinzipiell etwas gegen Teamwork. Geht doch ins Büro oben. Ins Büro? Das ist die Idee. Ja, und dein Mann? Der ist doch um diese Zeit nie im Geschäft. Hast du einen Schlüssel? Eine Frau denkt an alles. Aber ich sehe, er ist schon ein bisschen von Champagner gegügelt. Mach dir keine Sorgen, Kräber, ich kann alles bleiben. Champagner, Zahnbürstchen, Zahnpasta und Gurgelwasser. Sie können jetzt Ihr Inventar nicht im Büro aufnehmen. Macht mir, Monsieur de Moulin. Ach, die Männer, ungeduldig wie gehofen vor dem Christbäumli. Ja, gehen jetzt euer Wunderkäfchen abbrennen. Also, auf Bibel schauen, Herr de Moulin. Hat mich gefreut. Ja, ist ganz meinerseits. Und entschuldigen Sie bitte noch was die Störung. Ich hoffe, dass Sie dort weiterfahren können. Ach, das könnte sicher Walti lernen. Tui, 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 tui. So, die wären wir los. He? Ja, und wie steht es jetzt hier mit uns zwei? Javier, ich glaube, mir ist es nicht mehr so. Aha. Jetzt habe ich gedacht, dass der sie noch freuen. Ja, ich habe gemeint, sie seien dafür. Nachdem sie mir gesagt haben, ihr Mann hat nichts dagegen. Immer hätte mir einen festen Auftrag gegeben. Ja, dann ist er doch ab. Etwas Jungs suchen. Javier, ich glaube, mir ist es wieder so. Juhu! Aber jetzt bin ich ja ganz nass, jetzt muss ich ja den abziehen. Ja, hätten Sie das nicht einen weggemacht? Ach, ja, doch, sicher, sicher. Aber nachher muss ich ihn ja wieder anlegen. Ja, bis dann ist der schon lange wieder trocken. Sie, wo gehen Sie hin? Ich komme auch mit. Thank you.
Bock! Silvia! Ich hab gemeint, Sie seien nicht da. Ja, jawohl, ich bin da. Ich kann nur wissen, was Ihnen heute alles passiert. Ich weiß es leider. Und ich möchte, ich wüsste es nicht. Überhaupt, sagen Sie mal, was suchen Sie da in diesem Frisiermäntel? Ha ja, ich habe gerade ins Bett. So früh? Ja, ich dachte, im Bett sei es am schönsten. Wenn Sie noch lange in dem Aufzug spazieren, finden Sie schon, wer die Meinung teilt. Herr Gärtnerli, Sie, dort würde ich dann also nicht durchgüsseln. So, bitte gehen Sie auf Ihr Zimmer, Silvia. Ich habe meine Gründe. Ist aber allerhand, was da Ihnen passiert. Allerhand ist noch fein ausgedrückt. Ja, liegen die tatsächlich miteinander im Bett? Danke, ich weiss es. Aber Sie, der Dömmelö, hat Ihr Bischi an. Von mir sagt er, trage ich heiss. So, bitte, Silvia, gehen Sie jetzt aufs Zimmer. Ja, aber der andere hat noch so einen komischen Hut an. Godi, weißt was du wotsch? Godi, du bist ein Dutsch. Ja, du bist ja ein richtiges kleines Sextüfeli. Wieder der so blöde Hund. Was wird euch gespielt? Ha! Entschuldigen Sie tausendmal, dass ich Sie einfach so da daheim überfalle. Ja, Sie kommen leider sehr ungelegen. Das ist mir jetzt gar nicht recht. Aber ich habe zweimal angerufen. So? Oh, Sie sind sicher Frau Gemperli. Ja, das bin ich, ja. Und Sie? Frau Wackernagel. Sophie Rosalia Wackernagel. Sie haben ja vorhin angerufen, hä? Zweimal. Ich bin ganz schön böse auf Ihren Mann. Auf meinen Mann? Ja, wohl auf den Herrn Gemperli. Oh. Sie haben mir doch versprochen, anzuläuten im Hotel Sonnenblick. Im Hotel Sonnenblick? Ja, Sie haben doch gesagt, Sie hätten die Nummer. Wissen Sie, ich gehe nicht mehr ins Hotel Sonnenblick, wenn ich zu Zürich bin. Man wohnt dort sehr ruhig und wirklich preiswert. Und alles nette Leute, wirklich. Ich bleibe ja zwar nie lang fort, wegen meinen Hündchen, wissen Sie. Darum fahre ich immer gleich wieder heim auf Ganterschwil. Kennen Sie Ganterschwil, Frau Gemperli? Nein, leider nicht. Eine wunderbare Gegend, ganz auf dem Land. Ostschweiz. Die würzige Luft, die vom Toggenburg oben herabkommt, ist der reinste Balsam für meine Tiere. Ich habe 18 Spaniel und einen Boxer. Ja, was? Ich versuche ja immer gerecht zu sein mit dieser kleinen Rasselbande. Aber ich muss gestehen, der Boxer ist mein Liebling. Mir ist der Sport leider ein bisschen zu rauch. Sport? Frau Gemperli, ich rede von meinem Boxer. Das ist doch kein Boxer, mein Boxer. Das ist ein Hund. Oh. Und was für ein Hund? Ein Prachtshund. Sie sind ja im Pyjama. Nein, ja, ist mir auch gerade aufgefallen, ja. Haben Sie vorhin am Telefon nicht von Ihrem Buch geredet? Ja, ich has da. Man sollte sich ja zwar in der Kleidung immer nach dem Wetter richten, gell, Sie, Herr Gemperli? Heute Abend finde ich es doch etwas kühl für ein Pyjama. Ich bin nicht empfindlich. Ich habe ja ununterbrochen versucht, Ihnen anzuläuten, aber es war sturmbesetzt. Sie würden ja einen Betrieb gehabt haben. Ja, das kann man sagen. Ja. Also, wie gesagt, es ist mir schön leid, dass ich da einfach so eingeschneit bin. Aber man hat mir versprochen, zurückzuläuten. Warum hast du das nicht gemacht, Munkin? Warum? Weil ich ins Bett wollte. Aber Mogli, du! Sie müssen viel mal entschuldigen, aber er ist heute total durchgedrüllt. Ja. Wissen Sie was? Läuten Sie doch morgen einmal an. He? Tut mir Schüli leid. Wohin gehen Sie dann mit meinen Sachen? Aber morgen bin ich bereits wieder zu Ganterschwil bei meinen Hündli. Ich fahre heute Abend da zurück. Ja, dann müssen Sie aber pressieren, sonst verpassen Sie doch den Zug. Nein, ich habe schon eine Zeit. Ich nehme den letzten. Ich möchte nämlich Schüli gern, dass der Herr Gemperli noch mein Buch liest. Ja, ich wollte es dann geben. Wie bitte? Ich meine, er hat es ja schon. Bitte lesen Sie es doch gerade noch heute Nacht. Ja, das geht leider nicht, Frau Wackernagel. Ich bin mit in einer Arbeit, die ich leider nicht unterbrechen kann. Wir geben Ihnen so in 2 bis 3 Wochen Bescheid. Erst in 2 bis 3 Wochen.
Das ist jetzt dumm. Ich bin nämlich extra auf Zürich gekommen, um den Vertrag mit einem neuen Verleger abzuschliessen und wollte gerade wieder zurückfahren. Wissen Sie, ich lasse meine Hündchen nämlich nie länger allein, als es unbedingt nötig ist. Trotzdem natürlich während meiner Abwesenheit sehr liebevoll gepflegt werden. Ich habe ja ganz, ganz reizende Nachbarn, wirklich. Übrigens, ich habe ja unwahrscheinliches Glück gehabt. Man hat mich nämlich reinlegen. Ja, was? Ein Skandal! Aber nicht nur mein alter Verleger. Alle probieren mich zu beschissen. Beziehen Sie das bitte nicht auf sich. Ja, das mache ich auch nicht. Nein, ich hätte nie gedacht, dass es so schwierig ist, einen neuen Verleger zu finden. Was, ein neuer Verleger? Ja, ich habe gemeint, das sei überhaupt kein Problem, wenn man bedenkt, wie populär meine Wow-Wow-Bücher sind. Ja, und wie ungeheuer beliebt doch eine Frau Sophie Rosaria Wackernagel ist. Neue Abenteuer von Wuff Wuff und Klein Kleff Kleff. Ja, das darf ja nicht wahr sein. Er meint doch, dass ich einen neuen Verleger finde. Bis gestern hatte ich ja einen gehabt. Aber mit dem musste ich Schluss machen. Der hat auf Sex und Porno umgestellt. Und für so etwas gebe ich meine Hündchen nicht her. Und darum suche ich jetzt einen neuen Verleger. Ja, für alle ihre neuen Wow-Wow-Werke? Jawohl. Aber bitte, wenn der Herr Gemperli das Gefühl hat... Doch, das hat er absolut. Wenn Sie doch bitte einen Augenblick in unserem Arbeitszimmer warten. Wenn Sie rauskommen, da werden Sie staunen über sein Gefühl. Herr Gemperli, seine privaten Gefühle interessieren mich gar nicht. Für das habe ich meine Hündchen. Was mich interessiert, will er oder will er nicht? Wenn ja, dann reden wir kurz über die Rechte, Lizenzen und Anzahlung und fertig. Oh, bitte geben Sie uns doch einen Augenblick Zeit, um uns anders anzulegen. Es ist nämlich das Prinzip von meinem Mann, zu jeder Gelegenheit korrekt angezogen zu sein. Also gut, aber wenn es zu lang sollte dauern, dann müsste ich wieder... Sie, sagen Sie mal, was soll eigentlich das ganze Theater da? 100'000 im Jahr. Ja, und jetzt? Ja, jetzt legen Sie sich endlich anders an. Dann kann ich mir überlegen, was mit dieser Frau dann sagen. Ja, sie soll das heissen, dass wir da unseren Auftrag nicht mehr ausführen. Das Geschäft geht doch vor. Also in dem Haus kommt ja wirklich alles anders, als man denkt. Nicht so viel denken. Handeln. Ja, sie, was machen Sie da? Das Kützen, hören Sie mal. Das ist so simpel. Wie der Mundkönig. Meinst du mich? Sorry, Munkel, ist das aber eine Überraschung? Gell, ich komme, aber ich... Komm, zu dir! Du, es ist jemand da. Ja, das sehe ich doch, dass jemand da ist. Ich bin ja nicht blind. Überhaupt, was ich vorhin da rein haben müssen sehen, das ist ja da... Pfui, schäme dich! Was hast du denn gesehen? Eben nichts! Etwas über das Schlüsselloch gehängt, so eine Gemeinheit. Oh, excuse! So, jetzt sind Sie aber runter, ne? Sie können von Virus sich nicht gehört, habe ich mehr als genug. Was hast du denn gehört? Ja, was sagt? Stöhnen von der Matratze. Da stand ich auf und ab in meinem Bett drin. Ich kann ja nur ein bisschen trainiert. Sind Sie ruhig? Sie zweigleisigen Anstreicher. Sie, wenn ich zweigleisig bin, sind Sie ein ganzer Rangierbahnhof. Pfui, Jean-Pierre, wie können Sie so etwas sagen? Der Munker und ich sind seit 12 Jahren verheiratet und er ist mir immer treu gewesen und ich ihm auch. So, hä? Warum haben Sie denn abgezogen vorhin? Ja, das hätte ich auch gerne wissen. Und warum bist du im Nachthemd? Und nicht ins Bett schwellen mit dem? Ich kann ja wählen. Aha. Und jetzt bist du gestört worden, gell? Dir hat es ja schon seit Jahren nicht mehr zu stören gegeben. Ja, was kann ich dafür, wenn du schon einschläfst, bevor ich die Socken abgezogen habe? Du hättest ja mal können testen. Ihr? Absolut ihr. Exhibitionist sein! Aber nein, er hat sich ja noch mal zweit machen für Frau Wackernagel. Sie wartet doch im Arbeitszimmer. Ja, haben wir denn da Ihnen eigentlich auch fertig? Du weißt doch, sie da angerufen, Frau Sophie Rosaria Wackernagel. Frau Sophie Rosaria, ja. Ja, die Wackernagel? Ja, ihr alter Verleger hat doch auf Sex und Porno umgestellt. Ja. Und jetzt möchte sie, dass du ihre neuen Hundebücher rausgibst. Moment, was? Ich soll ihre Bücher? Du sollst ihre neuen Verleger werden. Das gibt's nicht. Und anfangen sollst mit neuen Abenteuern von Wuff Wuff und Klein Kleff. Nein, das ist nicht grossartig. Konkurrenz wird platzen von nicht. Sie, hat sie das gehört? Hat sie das jetzt gehört? Der Verlag Gemperli und Backenstoss und alle Wow-Wow-Bücher. Sie? Fällen Sie mich nicht an, hä? Putz, bist ein Goldschatz. Wirklich ein Goldschatz, das hast du grossartig gemacht. Mit denen rechne ich später ab, jetzt kommt Frau Wackernagel dran. Nein, du, das geht doch nicht. Nein, so soll das nicht gehen. Weil du das schon mit ihr geredet hast. Was, ich habe mit ihr geredet? Hey, sie meint doch, der Champion sei dabei. Was, sie kennt sich als mich aus?
Ja, aber nicht absichtlich. Frau Wackernagel ist gerade hier, wo wir ins Bett haben wollen. Ah, jetzt geht es zu, hä? Oh, Munkeli, das hätte ich doch nicht im Traum gemacht. Ja, danke für die Blumen. Der Champier hat doch eben schon angefangen, mit ihr über den Vertrag zu reden. Ich habe nie einen Vertrag durch einen Tapezierer aushandeln lassen. Designer, bitte. Trotzdem, das geht jetzt nicht. Gut, dann holen wir den Walz. Der ist zu einer Verabredung. Hm, der steht unten an der Haustür und haut alle jungen Mädchen an. Excuse, Herr Gärtnerli, haben Sie mich vergessen? Sie sind ja immer noch im Pyjama. Ja. Ich kann ihn leider noch nicht dazu bereden, sich endlich anders anzulegen. Ja, aber es geht doch um eine wichtige Sache. Ja, ja, so ungeheuer wichtig sogar, dass mein Mann noch seinen Partner, den Herr Backenstoss, hat noch kommen. Ja, aber das ist doch nicht nötig. Ich habe so eine grosse Sympathie für den Herrn Gämperli, wie für meine Hunde. Danke. Wenn Sie allerdings keinen grossen Wert darauf legen, meine Bauabbücher rauszugeben. Ja, aber doch, wir legen den allergrössten Wert darauf. Ja, Sie wissen ja, wie das ist. Wie was ist? Ja, wenn man andere Sachen im Kopf hat als Geschäft. Ja, was für Sachen denn? Unsere Flitterwoche. Ja, nein, was Sie nicht sagen. Flitterwoche. Gratuliere. Ja, das hat mir jetzt gerade noch gefehlt. Was. Nein, ist das jetzt aber nicht. Wann haben Sie geheiratet? Guten Morgen. Ganz, ganz herzliche Gratulation. Ja, schon recht. Ja, aber davon haben Sie mir ja gar nichts erzählt. Sie haben mich gar nicht danach gefragt. Ja, in dem Fall flittern Sie beide hübscher weiter. Es ist, glaube ich, gleich gescheiter, wenn ich mit dem Herrn Backenstoss rede. Oh ja, bitte warten Sie doch im Arbeitszimmer rein. Aber gern. Ich selber bin zwar nicht verheiratet, aber ich habe Hochzeiten schön gern. Wissen Sie, ich bin eigentlich ein Fräulein. Aber weil ich doch so quasi mit meinen Hündchen verheiratet bin, kann man mir schon Frau sagen. Die ewige Brutjungfer, das bin ich. Ja, ich auch, ja. Das Telefon. Das Büro. Ja. Nehmen Sie nicht ab. Aha, Schatz, ich glaube, das ist für dich. Ich kann unterdessen mit der Frau Wackernagel in dein Zimmer übergeben. Hoffentlich kommt der Herr Backenstoss gleich. Es ist wegen der Eisenbahn. Wir finden sicher etwas für dich zu spielen. Ja, der Moulin. Ah, der Hunziker. Der Vögel wollte. Nein, sie stören leider nicht. Wie? Kaffee? Weil Sie haben doch Champis. Was brauchen denn Sie jetzt Kaffee? Was sagen Sie? Ohne eine Tasse Kaffee können Sie nicht. Ja, es tut mir leid, Frau Gämperli ist besetzt und ich weiss nicht, wo die Kaffeemaschine ist. Probieren Sie es mit einem Glas Wasser. Kaffee, pervers. Hallo, Süßes. Haha, Sie. Sie habe ich gerade gesucht. Ja, du dummer Lieber, hast du nicht in deinem Zimmer auf mich gewartet? Ja, wir sind fertig miteinander. Schluss. Aber Silvia, Mädchen. Du musst gar nicht so tun. Ich habe alles zusammen gesehen, was sie da im Schlafzimmer getrieben haben. Ja, hast du meinen Zettel nicht gefunden? Mal doch. Wie hast du auch noch können? Ja, eben habe ich nicht können. Aber hättest du noch gern? Ja, wenn sich so etwas Hübsches anbietet. Oh nein! Ja. Ist nicht da. Wer ist am Apparat? Polizei? Was sagen Sie? Der Herr Backenstoss ist auf dem Posten und wird verhört. Ja, wegen was denn? Oh. Aha. Leck mich. Ja, ich will es ausrichten. Dankeschön. Eieieiei. Ich habe einfach den Balz nicht finden. Ja, das dürfte ja ziemlich schwierig sein. Wieso? Die Polizei hat ihn geschnappt. Ja. Was hat denn der gemacht? Damen belästigend. Ihre Freund ist ein Unzüchtler, Herr Gämperli. Der Balz, der Trottel, das ist ja wirklich ein Volltrottel, das. Ja. Hast du jetzt den Balz verwutscht? Es ist ja so etwas vorgekommen.
Wann kommt er denn um? Wenn er Glück hat, in 8 Tage. Was, in 8 Tage? Ja. Ist er in ein Auto gelaufen? Genau, in ein Polizeiauto. Verhaftet wegen Missachtung moralischer Verkehrsvorschriften. Muss ihn auslösen. Nein, du, Frau Wackernagel ist jetzt viel wichtiger als der Balz. Es reißt dir langsam Geduld. Also komm, bis doch so gut und vertröst Frau Wackernagel noch ein bisschen. Wenigstens so lange, bis ich die Sache mit dem Balz geregelt habe. Aber so begreif doch jetzt endlich, was sie ist der Champion, der Herr Gemperli. Aha. Ja gut, dann bin ich halt der Herr Wackerstuss. Aber du verstehst doch viel zu wenig von Verträgen. Aber ich habe Gelegenheit, noch mal etwas dazu zu lernen. Komm, bist so gut. Gang über, sie soll dir noch etwas erzählen. Aber das macht sie doch schon ohne Luft. Ich kenne doch schon die ganze Hundefamilie, angefangen vom Grossvater Knurr bis zum Enkelkind Pinken. Ist der Herr Backenstoss immer noch nicht da? Nein, er ist leider aufgehalten worden. Ich kann Ihnen ja nicht zumuten, dass Sie mir noch stundenlang zuhören. Also, von der Familie Wuff Wuff habe ich Ihnen ja bereits erzählt. In meinem neuesten Werk geht es jetzt darum, wie der junge Fauchi die Hundeinsel verlässt. Ein mutiger Entschluss. Raten Sie mal, wo der Tapfer Streitz jetzt wohnt? In einem Hundshäuschen. Falsch! In einer Belletage! Belletage? Wuh, wuh! Sehr komisch. Ist doch der Pföstlich! Nein, ich bin aufgehalten. Ich muss dringend weg. Ich rufe nochmal an. Nicht für ungut. Dankeschön. Entschuldigen Sie vielmal, dass ich Sie so schrecklich lange warten musste. Es tut mir aufrichtig leid. Ich nehme an, Sie sind jetzt schon ganz schön böse mit mir. Aber nein, wieso auch? Sie sind der Herr Backenstoss, ja? Ich? Ah ja, natürlich, ja, selbstverständlich. Balz Backenstoss, Seniorchef von der Firma Gemperli und Backenstoss. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie überglücklich, dass ich bin, jetzt endlich dürfen in nähere Beziehungen zu treten mit Ihnen. Sie gehen aber ganz schön an, Mama. Ja, man muss, gar nicht, man muss heutzutage. Konkurrenz ist gar gross. Übrigens, Sie sind bedeutend jünger, als ich Sie mir so am Telefon vorgestellt habe. Ja, vielleicht wirklich im Telefon ein bisschen älter. Ja, das kann sein, natürlich, ja. Gut, reden wir mit anderen Mama, kommen wir gerade zur Sache. Ja, aber sollten wir uns nicht zuerst bei einem Gläschen und einem kleinen Bräuschen ein bisschen näher kennenlernen? Aha, ja, wenn Sie Wert darauf legen, natürlich sehr gern. Nur, wenn ich Sie bitten darf, das Gläschen und das Bräuschen nur ganz, ganz kurz. Für den Anfang vielleicht mal etwas ganz Grundsätzliches. Wie lange haben Sie denn gedacht, werden Sie sich festbinden? Wie bitte? Ja, würde vorschlagen zum Anfang einmal 3 Jahre. 3 Jahre? Selbstverständlich dürfen Sie nach 6 Monaten wieder aussteigen, wenn Ihnen meine Praxis nicht zusagen sollte. Ja, in dem Fall Bröschli. Zumal? Ja, Sie sagen, Sie haben Sie eigentlich Erfolg mit dieser direkten Art, so Beziehungen anzuknüpfen. Aha, ja, da muss ich. Also ganz unter uns. Gestehe ich. Ich mache das jetzt zum ersten Mal. Oh. Ja, ich bin eben mehr für Bücher und Illustrationen zuständig, wissen Sie. Ja, das macht mir sehr viel Spass. Ja, ja. Aber ich versichere Ihnen, dass ich Sie wirklich mit allergrößter Kulanz behandeln werde. Bitte sagen Sie ja. Ja, schön und gut, aber ich bin doch gerade erst zur Tür hineingekommen. Da haben Sie recht, aber Sie wissen natürlich genau, warum dass Sie hineingekommen sind. Schauen Sie, Ihre Zusage würde mir außerordentlich viel bedeuten. Das ist reizend für Ihnen, danke. Später, wenn wir mal mehr Zeit haben, können wir doch in aller Ruhe alle Einzelheiten durchnehmen. Jetzt geht es um nichts anderes als um ein schnell entschlossenes Ja. Ja, also Sie sind einmalig, okay, Bröschli. Zum Wohl. Nein, glauben Sie mir, es tut mir wirklich schrecklich leid, dass alles in so einer grauenhaften Hetzerei muss abgewickelt werden. Ich verspreche Ihnen aber, dass ich mich Ihren Wünschen voll und ganz annehmen werde. Wir machen jetzt einen kleinen Vorvertrag. Ja! Ist es Ihnen nicht gut? Mama! Sind Sie müde? Aber wieso? Ich habe gemeint, Sie seien brisant. Also kommen Sie ja. Ja, Moment, ich komme. Entschuldigung, sollten wir nicht vielleicht zuerst ein paar Bücher anschauen miteinander? Ja, brauchen Sie das immer? Ja, ich hätte wirklich zuerst mal gern mit Ihnen ein bisschen über Ihren Wauwau geredet. Wie sagen Sie denn? Wauwau? Wir fangen mit dem ersten Abenteuer an. Später, wenn wir mehr Zeit haben, gibt es enorm viele Varianten. Verstehen Sie denn?
Der Druck, hart oder weichfotti, Vertrieb im Inland, im Ausland, selbstverständlich, aber Sie müssen mich recht verstehen. Nur wenn Sie einverstanden sind, werde ich alle Reklamemöglichkeiten auswerten. Können Sie sich vorstellen, was das einbringt? Auf alle Hundekuchenpaketbilder vom Wow Wow, vom Wuffo, vom Clef Clef, vom kleinen Pinken. Gotti! Excuse me, Fräulein. Gotti! 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 Was da auch immer passiert, ich muss leider stören. Excuse me. Ich soll mich mit Kompagnon reden. Da passiert gar nichts. Mit mir haben lediglich Vertragsmodalitäten besprochen. Was? Darf ich vorstellen, Frau Wackernagel? Wackernagel? Frau Sophie Rosalia Wackernagel. Sie sind doch nicht Sophie Rosalia Wackernagel. Nein, ich bin Sevi Holzhauser. Holzhauser? Das sieht man doch. Es sind, glaube ich, ein paar kleinere Fehler unterlaufen. Es sieht das so aus, ja. Ja. In dem Fall muss ich Ihnen vorstellen, der Herr Wagenstoss. Ja, aber ich habe gemeint, das sei Sie. Das war der erste Fehler, ja. Und dann habe ich gemeint, das war ein Holzhaus. Das war der zweite Fehler. Ja, aber wenn Sie der Herr Wackerstoss sind, wer ist denn der Herr da? Mein Geschäftspartner, der Herr Gemperli. Mal, der hat ja wie ein Einkäufer von einem Callgirl-Ring. Was hast denn du gemacht? Sobald sie erzählt, sie hat sich von dir ins Bett legen lassen. Ja, nein, man hat nur über Bücher reden. Kamasutra oder Kohle? Quatsch, bald über die Wauwau-Bücher. Was über die Wauwau-Bücher? Soll los doch zu, bald. Wenn Frau Wacker noch einverstanden ist, können wir zwei jetzt ihre sämtlichen Werke rausgeben. Ja, dann machen wir es doch, den Wuff-Wuff, den Knurr und das Pinkeli. Die ganze Hundefamilie. Ja, sind wir eigentlich im Tierschutzverein? Entschuldigen Sie mich mal vorher, aber der Herr Gemperli hat sich heute zum ersten Mal in seinem Leben geschäftlich bewährt. Komm herauf, ist schon der Edwert. Wohl, David, hast du den groben Fehler mit den Bettmümpfeli-Geschichten wieder ausbügelt. Mit der Frau Wackernagel ist unsere Zukunft gesichert. Also ich fürchte, ich werde Ihnen kaum mehr gebraucht. Bitte gehen Sie raus, damit ich mich anlegen. Sind Sie so nicht, Fräulein? Ja, sind Sie so nicht, machen Sie das bitte. Nein, bitte machen Sie das nicht. Liebes Fräulein Evi, ich habe Ihnen gar keine Gelegenheit, Ihnen zu sagen, wie atemberaubend dass Sie aussehen. Bezaubern. Also, genau so haben wir sie am Telefon vorgestellt. Ja, der Schmaus bringen war halt immer seine Stärke, gewesen, wissen Sie? Gotti! Wer ist das? Seine Frau! Nein! Hey! Komm jetzt, Spatzel! Hey! Spatzel! Ja, kommen Sie rein! Bitte! Du oder der Ball? Ja, was heißt das? Was ist Gold wert? Ein richtiges Goldgrübli. Ich schwärme ja sonst für andere Grübli. Wo kommst du denn her? Ich habe gemeint, du sitzt. Sie haben mich laufen lassen. Hast du noch mal Glück gehabt? Aber ein teures Glück. Hast du wieder mal einen Polizist bestochen? Ja, nur weil er im Vorstand von der Polizeimusik ist. Was soll ich das heißen? Ich habe gerade 50 Billette abgekauft für das Jahreskonzert. Kannst du in der Verwandtschaft verteilen, das ist eine tolle Musik. Schwätz doch kein Blech. Richtige Blechmusik. Holz, du bist unmöglich. Holz, was passiert mit dem Mädchen? Die wird für den Moment aufs Eis gelegt. Na komm, bist du gut. Schau, dass sie verschwindet. Du spinnst ja, nachdem du so gute Vorarbeit geleistet hast. Das war ein Irrtum. Aber ein hübscher. Na komm, bald, bist doch vernünftig. Befass dich jetzt mit der Frau Wackernagel. Wieso wollte ich eigentlich den Verleger wechseln? Weil der Alte, den sie vorhin hatte, der macht jetzt einen Sex. Das ist gar keine schlechte Idee. Also, dann schau, schaffst du schon ein Holz aus. Nein, zuerst kommt Wackernagel dran. Ich muss unseren Vertrag unterschreiben, und zwar auf der Stelle. Grossartig. Bist du so gut, gehst schnell ins Büro ab und holst das Formular aus. Das gibt ein Wundervertrag. Nein. Oh nein! Sehen Sie, Frau Gamperli, das ist der Grund, warum alle meine Werke so lebensecht gefunden sind. Sie basieren alle auf wirklichen Erlebnissen, und ich daheim mit meinen Hunden. Die tiefe Tierverbundenheit, wie soll ich sagen, die schmeckt aus jeder Zielten. Die heutigen Kinder sind ja schüli aufmerksam. Wenn ich zum Beispiel nur die kleinste Lebensgewohnheit vom Wuff-Wuff oder vom Pinkeli würde verändern, so hätte ich schon am ersten Tag nach der Veröffentlichung einen Stoss von Protest geschrieben. Von welchem Alter an lesen Sie eigentlich Ihre Bücher? Ich würde sagen, die Erwachsenen lesen es den Kindern vor, so bis zum 5. Lebensjahr. Für die Jahrgänge dazwischen sorgen ja jetzt mit dem früheren Verleger. Das ist ja sehr interessant. Gott ein, Balz! Sind denn die bösen Buben wieder ab? Hä? Nein, nein!
Eben Sie, haben Sie Frau Gemperli gesehen? Ihre Frau ist dort rein. Gange jetzt! Was Sie gehen? Du gehst? Ja, ich gehe aus mit der Silvia. Am Hochzeitstag. Aber Schabi! Gott im Onkel. Ja, er geht darum bei dir mit unserem Mädchen ein bisschen aus. Er ist immer so wahnsinnig gut zu dem Kind. Ja! Hast du vergessen? Es ist doch heute schon ausgegangen. Ah, ja, natürlich, blöd. Außerdem musst du doch da bleiben und den Vertrag unterschreiben für Frau Wackenöbel. Ja, dann kommt sie noch rechtzeitig auf ihren Zug nach Ganterschwein und wir alle können glücklich und zufrieden sein. Ihre Ruhe und der Charme, mit dem Sie das gesagt haben, ist wirklich ganz reizend, Frau Gemperli. Ich überlasse das alles im Backenstoss. Ich habe heute Abend etwas Wichtiges vor. Also Jean-Pierre! Sie müssen entschuldigen. Jean-Pierre? Ja, der Jean-Pierre, das ist unser Hund. Ja, nein, Sie haben auch ein Hündchen, aber das haben Sie mir ja gar nicht gesagt. Ja, jetzt sind wir wieder beim Thema. He? Ja, wo ist es denn, wo sind wir? Danke, Sophie, wo denn doch Grüezi sagt. Ja, der ist sich Besseres gewöhnt. Er ist heute leider nicht ganz zu Weg, wissen Sie? Oh je. Ja, sonst konnte er natürlich immer Gäste begrüßen, aber heute, da liegt er ganz apathisch in seinem Körbchen mit einem heißen, trockenen Näschen. Je, arm, Karin. Ja, aber es geht ihm sicher bald wieder besser. Unterdessen könntet ihr doch ein Gläschen trinken. Oh, das ist aber sehr grosszügig. Aber nur ganz ein kleines. Auf unsere gute Zusammenarbeit. Auf Ihre Hochzeitsnacht. Danke. Monkeli, mach uns doch bitte einen Drink. Ja, ich kann einen brauchen. Was hätten Sie gern? Ja, was haben Sie denn da? Alles, was Ihr Herz begehrt. Was machst du denn? Sie da rein. Wie Sie sehen, Madame, ich komme gerade raus. Habe ich Ihnen nicht freigegeben heute Abend? Sie sind so liebenswürdig gewesen, Madame. Aber ich wollte nicht gehen, bevor ich Gläser abgewaschen habe. Ist das Ihr Dienstmädchen? Nein, nein, das ist unser Bettler. Oh, excuse. Ich bin darum ein bisschen kurzsichtig. Ein netter Herr. Nein, auch, dass Sie einen richtigen Bettler haben. Ja, wissen Sie, das ist so ein Spleen von meinem Mann. Er hat darum in Oxford einen englischen Studienkollegen aus besserem Haus. Und die haben daheim so einen Bettler gehabt. Und das hat mein Mann so beeindruckt, dass er sich geschworen hat, dass wenn er es mal vermöchte, möchte er auch einen Bettler. Nobel, nobel. Guten Abend, Madame. Guten Abend, die Dame. Monsieur. Gotti, sag ihm doch, er soll uns noch, Ja, natürlich. Sie wünschen, Monsieur. Wir hätten gerne einen Drink gegeben. Geben Sie mir einen Martini. Und was wünschen Sie, Frau Gell? Gell, du hättest auch gerne etwas, Schatz. Ein Gin bitte, Lemon bitte. Einmal Gin bitte, Lemon, einmal Martini, sehr wohl. Und was darf ich Ihnen offerieren, Frau Wackenagel? Ja, vielleicht ein Wermütli, wenn Sie darf. Dann Wermut bitte. Nein, Wermut, sehr wohl. Er macht einen sehr gepflegten Eindruck. Finden Sie? Ja, finden Sie noch ein bisschen vorlaut. Also bitte, beherrscht dich! Schimpfen Sie auch nicht mit ihm. Ich kann seine Ungeduld sehr gut verstehen. Er ist doch schüli nervös. Ich kann das Flittern kaum erwarten. Ist etwas kaputt gegangen? Nur 6 Gläser, Madame. Jetzt wartet man immer auf den Herrn Backenstoss. Ja, wo bleibt er denn so lange? Unterdessen können Sie mir ja erklären, zu was für Bedingungen Ihr Verlag mit den Autoren abschließt. Ah ja, natürlich, das kann ich Ihnen auch erklären. Ja, ja. Also, ich nehme 20%, wenn Sie das Papier für den Buchdruck selber kaufen. Wie bitte? Aber Monkeli, du machst doch Witz. Nein, nein. Ich weiss von meinem Mann, dass die Autoren einen gewissen Prozentsatz Tantiemen bekommen. Genau. Ich habe bis jetzt immer 10% bezogen. Genau. Ja, da hat man sie aber zünftig eingelegt. Bei uns kommen sie 20 über. Also, da müsste also dann der Gotti noch ja dazu sagen, he? Das hat er jetzt ja gerade gesagt. Ja, der Gotti ist aber, ich habe doch gemeint, der Gobi. Der Gobi müsste noch ja dazu sagen. Wer? Ja, der Gobi, das ist unser Böttler. Kommen Sie da noch draus? Nur mit äußerster Konzentration. Aber unser Vertrag hat doch nichts mit dem Böttler zu tun. Ja, das meinen Sie. Gobi! Sie haben gelütet, Madame.
Komm, Vicky, ich mache drin selber fertig. Bitte kümmern Sie sich um Frau Wackernagel. Wir möchten lieber um Frau Gemperli kümmern. Das ist spannend. Ich habe bereits alles in Ordnung gebracht. Ich habe Frau Wackernagel die doppelten Tantiemen angeboten. Wenn ich so kühn sein darf, ich würde so einen Entschluss nicht ohne den Herrn Baggerstoss treffen. Der Herr Baggerstoss scheint sich gerne ein bisschen zu verdrucken. Er ist schon ins Büro gegangen, einen Vertrag holen. Excuse. Was jetzt wieder aber geht? Nur ein paar Gläser. Kannst du nicht aufpassen, Patschkakel. Bitte! Wenn ich so kühn sein darf. Bitte machen Sie einen Drinks fertig. Das Passungsbüro ist abgeschlossen. Wo kommst denn du her? Ich kann das Büro aber wählen, aber es ist abgeschlossen. Der Schlüssel steckt von innen. Zuerst habe ich gemeint, es macht noch jemand Überstunden. Ja, ich habe geklopft und geklopft, aber es hat sich niemand gemeldet. Das ist nicht so schlimm. Darf ich mit der Frau Wackernagel bekannt machen? Oh, liebe Frau Wackernagel, es ist mir eine grosse Freude und ganz eine besondere Ehre, Sie kennenzulernen. Ich vermute den Herr Baggerstoss. Ganz genau, es tut mir schrecklich leid. Der Gott ist natürlich auch da, gell? Ja, ich weiss, wo ist er denn? Hallo, Balz, alter Kumpel! Hättest du nicht erwartet, gell, dass ich einmal einen Vertrag aushandle? Allerdings nicht. So kennst du mich nicht, hä? Dein Kompagnon! Mit der Vorliebe für Plüsch und Mahagoni. Was ist denn mit dem Jean-Pierre los? Wahrscheinlich hat er die Staupe. Die Staupe? Halt! Herr Baggerstoss? Hast du den Gobi noch nie gesehen? Den Globi? Nein, den Gobi! Wenn ich so kühn sein darf, Monsieur, wir sind uns in dem Haus doch schon begegnet. Ich bin Gobi, der Butler. Butler! Unser neuer Butler! Bleiben Sie da, Monsieur. Ich hab's im Sinn, ja. Und der Jean-Pierre hat also die Staupe. Aber du weißt doch, der Jean-Pierre war noch nie ein gesunder Hund. Ein Hund? Der hilft meinem Gedächtnis ein bisschen auf die Sprünge. Was ist denn das für ein Hund, der Jean-Pierre? Ein Zweihund. Es ist ein Bernhardutl. Ganz eine seltene Mischung. Jetzt muss ich einen Whisky haben. Gobi! Ein Whisky im Dienst? Also, wissen Sie, ich bin ja eine Hundekennerin. Aber ein Bernhardutl ist mir noch nie. Ich habe Ihnen ja gesagt, Madame, die Kreuzung ist außerordentlich selten. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie so ein Tier aussieht. Darf ich es bitte mal anschauen? Oh nein, nein, nein! Ich glaube, er hat Fieber. Oh je, ja, das arme Geschöpfli. Herr Gobi? Madame? Stecken Sie dem Jean-Pierre sofort ein Fiebermesser ein. Nein! Bitte nicht! Wir holen sofort morgen einen Tierarzt. Aber Sie wird mir versprechen, dass Sie den armen Jean-Pierre nur im äußersten Notfall einschläfern lassen. Das soll dann der Veterinär entscheiden. Ich glaube, Frau Wackernagel macht jetzt wirklich endlich ab, über den Vertrag zu reden. Höchste Zeit, ja. Meine armen Hündli, die bellen sicher schon lange nach mir. Ich hole gerade einen Vertrag. Gib mir den Büroschlüssel, Gotti. Gobi, Gobi. Gobi oder Globi, geht's mir das schlecht? Nein, nein, das ist doch jetzt ja nicht nötig. Briefpapier geht doch auch. Ja, natürlich. Da bitte. Merci. So, Dili, dann erledigen wir das. Ich glaube, wir können uns ziemlich kurz fassen, Herr Gemperli. Herr Gemperli. Entschuldigung, ich habe gerade etwas gedacht. Ich habe gedacht, die geschäftliche Transaktion interessiere Sie. Doch, interessiert ihn sehr, sogar sehr. Der Chef hat gerade im Geist Gewinnchancen überschlagen. Übrigens, wenn ich so kühn sein darf, ich würde eine Vertragstour von 3 Jahren vorschlagen. Für einen Böttler ist er wirklich ein bisschen vorlaut. So, Dili, das können Sie jetzt dann getrost unterschreiben. Den endgültigen Vertrag schicken wir Ihnen so bald wie möglich. Einverstanden. Meine einzige Sorge ist jetzt nur, dass Ihren Verlag auch noch auf Sex und Unmoral überschwenken können. Unser Verlag? Nie! Ein grosses Wort! Jesus, der Füllerund! Oh. Meine Finger sind ja ganz schwarz. Darf ich bitte schnell Ihr Badzimmer benutzen? Aber sehr gerne. Nein! Nein! Oh.
Wir haben Maler gehabt, es sieht grauenhaft aus. Grauenhaft sieht es aus. Es sieht himmlisch aus. Eher schön. Ich weiß gar nicht. Sie mal klappen! Aber bitte, Gobi, wenn Frau Wackernagel ihre Hand will, weißt du, dann sehe ich nicht ein, wieso sie das nicht machen soll. Aber unser Badzimmer ist doch toll. So toll, wie es dort innen aussieht. Sie meint, es ist zu blut, also zu kahl. Es ist viel zu kahl. Das stört mich gar nicht. Wer zuerst kommt, darf zuerst. Ah! Meine schwarzen Patschhändchen. Wenn Sie den Zimmerspringbrunnen im Arbeitsraum von Herrn Gemperli benutzen möchten. Sehr liebenswürdig, aber das entschuldigt das aufledig Benehmen von Herrn Backenstoss noch lange nicht. Sie dürfen es nicht übel nehmen. Er war zu lange im Militär gewesen. Bitte. Was stimmt denn jetzt schon wieder nicht? Wenn ich den Gott recht verstanden habe, dann steckt er ein blödes Mädchen im Bad. Ja, hoffentlich überlobt er sich nicht dabei. Paps! Paps, liebes! Doris, Doris, was willst du jetzt tun oder? Also das Büro da unten, das ist die reinste Irrenanstalt. Andauernd gosselt jemand im Schlüssel. Dann donnert es wieder an der Tür, darauf aber schellt das Telefon und der Kaffee kommt mir auch nicht über. Mein Walti ist nur noch ein Nervenbündel. Mit dem kannst du nichts mehr anfangen. Ja, und sie haben sich sicher alle Mühe gegeben. Ich möchte jetzt nur wissen, wer da andauernd an dieser Tür war. Mein armer Walti liegt hier mächtig am Boden. Wer denn deckt dich gerade dazu? Es war der Balz. Mein Mann? Ja, im Moment bearbeitet er gerade Frau Wackernagel. So, so, Frau Wackernagel. Wer ist das? Doris, die Doris, besser gut, du kannst jetzt sie nicht kennenlernen. Ich bin nämlich der Gotti, unser Bettler ist, und der Schafier ist der Gotti, und wir haben den kranken Hund. Besser gut stochern du nicht alle da drin. Wie geht das? Ja, sie und der Bluthupf im Badzimmer haben sie noch. Aber wo ist jetzt der Balz? Er ist auch dort drin. Also, das geht sie. Nein! Nein, nein, du kannst jetzt nicht rein. Lass mich! Dem Schluffi zeig ich's jetzt einmal. Dem mach ich's so fertig, dass er seine Schildkrottenwähle nur noch im Wunschkonzert für die Kranken erzählt. Doris, mein Beinvögel! Paradiesvögel! Lass mich! Und jetzt, Doris, jetzt reg dich doch ab. Die Frau Wackernagel ist eine Autorin. Und wenn wir sie dazu können überreden, uns den Vertrag zu unterschreiben, dann sind wir putzt und gestreckt bis ans Lebensende. Bitte, nach innen. Das ist Frau Wackernagel, die berühmte Autorin von dem Wauwauwerk. Der Herr Gemperli macht gerade mit ihr einen Vertrag. Und der Jean-Pierre, das ist unser Hund. Wow, wow! Und ich bin der Pöttler. Kommst du jetzt nicht raus? Silvia, Silvia, du jetzt geh, hä? Du geh und niente kommen zurück, capito? Sie ist eben Italienerin, wissen Sie. Ja, das ist Silvia, unsere Haustochter. Silvia, attenzione, eh? Wir machen ihr große Konversation, molto parlare. Tu mach molto mangiare, eh? Grande Portione, fresse für grande Appetito, capito? Gobi, das ist eine grossartige Idee. Wir sterben nämlich alle vor Hunger. Haben Sie einen besonderen Wunsch? Oh, das ist aber wirklich nicht. Ja, ein bisschen Käse oder Aufschnitt. Sauerkraut, Birchen, Müsli. Das ist ja schön lieb, aber machen Sie doch meinetwegen keine Umstände. Wenn Sie zufällig ein Bullebeinchen hätten. Wir wollen schauen, was es hat. Silvia, kommen Sie mit mir in die Küche. Ich will Ihnen zeigen, was Sie machen können. Also, Herrschaften machen grosse Konversationen, molto parlare. Ich mache molto mangiare, grande Portione fressa. Grande Appetito, capito. Ist sie nicht goldig? Ja. Ich glaube, die verhindert Hochsignacht geht ihrer Gattin sehr nah, Herr Gemperli. Ja, die ist schon aufgeschoben. Oder auch nicht? Wo haben Sie denn Ihre Flitterwoche verbringen? Ja, wir haben uns eigentlich noch nicht entscheiden. Kommen Sie doch einmal auf Ganterschwil. Es ist wirklich eine reizende Gegend. Ach, reizend ist doch eigentlich überall. Dann lernen Sie gerade mal meine Hündchen kennen. Mhm. Wissen Sie, es ist schon etwas Schönes, wenn man heimkommt und einem so 19 Schwänzchen entgegenwächst. Und dann die Bücher. Die würzige Luft im Toppenburg. Seit mehr als 20 Jahren lebe ich jetzt mit meinen Hunden dort. Noch nie war eins krank. Also ich habe mir ja im Toggenburg eine zünftige Bronchitis gekauft. Das gibt's ja gar nicht. Jetzt sind Sie doch vernünftig. Doch, das gibt's leider.
Seit hier bin ich nicht mehr, was ich früher mal war. Ich will meine Sachen haben. Aber das ist ja schön. Ich will jetzt heim. Können Sie gehen? Sie müssen Jean-Pierre mit ins Bett nehmen. Nein, jetzt erscheint zum Vergnügen. Ich hole Ihre Sachen. Ja, aber bin schnell. Wer mit dem Fall ist das Beste gegen Bronchitis? Stimmt's, Herr Gemperli? Absolut, Frau Wackernagel, absolut. Ja. Eine Bronchitis in Toggenburg, kaum zu glauben. Oh, Herr Backenstoss, Sie sind doch sicher auch schon in Toggenburg gewesen. Haben Sie hier auch eine Bronchitis gehabt? Ich kann sie nicht ankommen, sicherlich. Ich kann sie nicht ankommen. Was meint ihr? Also, wenn ich so kühn sein darf, Frau Wackernagel hat gerade ein Referat über die klimatischen Vorzüge von Toggenburg. Ach so. Ja, aber jetzt muss ich glaub, wirklich pressieren. Haben Sie jetzt ein paar Vertragspunkte endlich notiert? Aber sicher, Frau Wackernagel, bitte. Danke. Ich freue mich schön auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Holzhauser, ich mache Theater. Wo hast du Ihre Unterwäsche? Ja, alles in der Bar. Bitte mal. Tun Sie bitte nicht flüstern, Gobi. Wenn Sie etwas Interessantes zu berichten haben, dann bitte laut. Nicht so gern. Ich habe lediglich vorgeschlagen, dass so ein wichtiger Geschäftsabschluss müsste alkoholisch begossen werden. Eine gute Idee. Ich glaube, Champagner wäre jetzt passende Getränk. Oh, schüle gern. Wenn ich so kühn sein darf, kann ich an einer Flasche Pommerung oder Hals brechen? Ja, brechen Sie sich nur keine Verziehung an. Hey! Sehr zum Wohl! Sehr zum Wohl! Madame, sehr zum Wohl! Sie gestatten? Die Beleidebrötchen sind leider noch nicht ganz fertig. Wo kann man denn sie haben? Ja, dort. Wahrscheinlich sind Stammplatz. Ja. Haben sich die Herrschaften schon miteinander bekannt gemacht? Nein. Ja, dann darf ich das nachholen, Frau Wackernagel. Guten Abend. Unser Böttler Gobi. Guten Abend. Der Herr Wackenstoss. Gut. Gute Nacht. Und jetzt sind Sie vielleicht so liebenswürdig und würden uns einen der Rouschmann da vorstellen. Aber gern. Ich nehme an, das ist wieder mal einer von Ihnen diversen. Sie täuschen sich. Das ist mein Schwiegervater. Was? Ein Salipapi. Sali Jean-Pierre. Der liegt doch mit Staupen in seinem Körbli. Im Körbli? Ja, mal im Körbli. Wie lange sind Sie denn da rein gewesen, Herr... Holzicke. Demoulin. Gemperli. Ah ja, Gemperli, ja. Gemperli. Gerade nach der Zivil-Trauung ist er da drinnen verschwunden. Und darum ist er jetzt ein bisschen beschwipst. Nach was für eine Trauung? Aber Daddy, hast du vergessen? Der Godi und ich haben doch heute Morgen geheiratet. Ja, ist glaub besser, wenn ich jetzt heimgehe. Ja, ist recht. Die Mami macht sich sicher schon Sorgen. Tüdeli, tüdeli, tü. Aber Herr Gemperli. Ja? Müssen Sie eigentlich immer Ihren Senf dazugeben, Herr Böttler? Kann er nicht sein, mein junger Mann, sondern Ihren Vater? Ja, das bist du, Papi. Also, ja, bitte. Bringen Sie das bitte wieder in die Bar zurück. Ja. Aber ein bisschen sorgfältig, wir haben nämlich nicht mehr viel. Natürlich, Madame, sehr gerne für Sie. Also, eccola, die beleidigende Bratelli. Buon appetito. Prego, signora, das da molto buono. Sono Pumpernicolo. So was da hoch! Attenzione, hey! Sie ist nur so nervös, wenn sie ein fremdes Gesicht sieht. Trampolo! Trampolo! Müssen Sie unbedingt so laut reden, mir platzt ja das Trommelfell. Und mir platzt ein Tablett, wenn ich sehe fremden Signore. Warum redest du so blöd? Bist du übergeschnappt? Nein! Das ist doch Silvia, unser italienisches Dienstmädchen. Ah. Und das ist der Schwiegervater Walters. Aus dem Wald Whiskyland. Schwiegerpapa. Von wer? Von mir, Silvia. Sie können jetzt gehen. Ich bin hier der Cookie. Wenn Sie mich gebrauchen wollen, bitte noch mal rufen. Ja, ich komme darauf zurück. Tante, grazie. Sollen etwas mitnehmen? Ja, mein Papi. Ah, molto bene. Er mir kann helfen, abwaschen. Vieni. Tüdeli, tüdeli, tüdeli. Vielleicht kommen wir jetzt doch noch zu meinem Vertrag. Entschuldigung, Frau Wackernagel. Sie sehen den Betrieb. Schüli. Er? Ist alles nach Ihren Wünschen? Absolut. Wunderbar. Grossartig. Es ist eine höchste Zeit.
Ich bin mit allem einverstanden, bis auf die 3-Jahres-Klausel. Ja, gut, dann ändern wir das auf 7 Jahre. Nein, ich habe gedacht auf 12 Monate. Nicht länger. Nur für den Anfang. Wir müssen uns doch zuerst ein bisschen kennenlernen. Liebe Frau Wackernagel, wir kennen uns zwar erst seit einem halben Stündchen, aber mir kommt es vor, als ob schon eine ganze Ewigkeit wäre. Und danke vielmals, aber ich will mich doch zuerst davon überzeugen, ob der Herr Gemperli und der Herr Backenstuss auch zünftig tragen. Keine Angst, für das sind wir bekannt. Also, ich bin nicht ganz sicher, ob 12 Monate lange zu sein. Böttler unbedingt das. Jawohl, er muss. Es wäre nämlich schüli schön, wenn wir endlich mal ohne Unterbrechung könnten für sie machen. Begreiflich, ja. Was macht denn der da? Er trainiert für ein Folklore-Festival auf der Lenzerheide. Hey! Olé! Herr Backenstuss, ich warne Sie. Ich habe den Eindruck, der will mich hochnehmen. Ausgeschlossen, Frau Wackernagel. Wer würde sich denn so etwas getrauen? Wir ändern also die Vertragsdauer auf 12 Monate. Und dann können Sie das getrost unterschreiben. Gut, so kann ich es akzeptieren. Wunderbar, also dann. Nur 2. Excuse, Frau Gemperli. Woher haben Sie eigentlich den Böttler? Aha, direkt vom Bau. Bitte? Es ist ein arbeitsloser Architekt. Sie da wollen unterschreiben? Da. Da. Psst, die Holzschlüssel aber ein bisschen schnell. Psst. So, Deli, das hätten wir. Jetzt der 2. Hör mal auf. Dass die Rezession vorbeigeht. Warum? Dann könnt ihr ihn wieder auf den Bau schicken. Darf ich Sie noch mal bemühen? Gern. Merci. Jetzt nur noch das 3. Exemplar. Voilà. Endlich haben wir es geschafft. Müsste der Herr Gemperli noch den unterschreiben? Nein, ja, natürlich. Nein. Ich hole die Schlüssel aber ein bisschen schnell. Psst. So, Deli, das hätten wir. Jetzt der 2. Hör mal auf. Dass die Rezession vorbeigeht. Warum? Dann könnt ihr ihn wieder auf den Bau schicken. Darf ich Sie noch mal bemühen? Gern. Merci. Jetzt nur noch das 3. Exemplar. Voilà. Endlich haben wir es geschafft. Festival!
Kämperlin dann unterschreiben? Nein, ja, natürlich. Nein. Das kann unser Bettler machen. Der hat Prokura. So ist es. Kopie. Ja! Nein. Sonst verwutscht sie am Ende auch noch. Sie hat doch noch ihren Zug verwutschen. Ja, um tausend Gottes Willen, ja natürlich, das muss ich unbedingt. Wo habe ich jetzt auch mein Billett? Bist du eigentlich rüber? Ich habe ja noch einen Schlüssel. Ich hätte etwas können sagen, du Doppel. Haben Sie ein Billett? Ja, da habe ich es. Und was ist jetzt mit der Unterschrift vom Herrn Gämperli? Das ist nicht nötig. Das ist ja erst ein Vorvertrag. Die endgültige Ausfertigung schicken wir Ihnen spätestens in einem Monat. Wir können Ihnen versichern, dass Ihre Wauwau bei uns bestens aufgehoben sind. Wir heißen Ihre Viecher herzlich willkommen in unserem Kreis. Wir zweifeln nicht daran, es wird Ihnen gefallen. Und Sie alle werden ausrufen: Hier lasst uns Hundehütten bauen. Das haben Sie jetzt einmal sehr schön gesagt. Frau Gämperli, es tut mir leid. Aber ich habe mir noch mal alles auf den Kopf gelassen, was da passiert ist. Ich künde, dass einem da ständig im Hinterkloppen wird und überall durch die Schlüssellöcher güchselt wird. Das mache ich nicht mehr länger mit. In dem Haus geht ja alles drunter und drüber. Und darum gehe ich jetzt. Der Champion soll mir noch die Köfer runtertragen. Der hat doch Staub. Aber so warten Sie noch, bis er wieder ein feuchtes Näschen hat. Bis er wieder ein feuchtes. Ich bin dann in meinem Zimmer. Nein, was ich noch wollte sagen. Ich bin dann da sehr, sehr glücklich gewesen. Leben Sie wohl. Und danke vielmals für alles. Für alles, was ich da durfte lernen. Excuse, dass ich so schülig wunderig bin, aber wer ist das gsi? Oh, das ist Oh nein, nein, oh Gott, nein, nein. Meine Frau hat mich verlassen. Oh, bleiben Sie platt für Sie armen Mann. Sie hat uns in letzter Zeit ganz traurig gesorgt. Aha, das entschuldigt manches. Ja. Und was ist das? Ein paar Schuhe. Ich kann nur hoffen, dass Sie aus all dem etwas gelernt haben. Mal, das habe ich, das habe ich. So, und jetzt gute Nacht miteinander. Gute Nacht. Ich wollte noch sagen, dass es entschuldig ein netter Abend war. Und danke vielmals. Ich wollte es sagen, aber ich möchte nicht lügen. Darf ich Sie raus begleiten, Madame? Barbara, das hätte man. Du hast das grossartig gemacht. Du auch. Sie übrigens auch, Herr Demoulin. Sie sind auch gut gewesen. Ja, ja, eher gut. Ja. Die Wackernadel haben wir gewaltig gebügelt. Das gibt unsere goldene Gans. Gratulieren, Kumpel. Und du sagst, wir wären besoffen. Schwiegervater warst mit dem dummen Rosenstrauß. Ich habe nichts mit dem zu tun. Vielleicht der Chemiefäger. Und was war denn das für eine reizende Dame, die da vorhin aus dem Schlafzimmer gekommen ist? Ich habe nichts mit ihr zu tun. Das ist eine Telefonistin. Vom Störungsdienst? Ja, ja, sie hat eure Steckdose wollen überprüfen. Und mit wem soll ich mich anlegen da in dem ihren Haus? Sie wünschen sich jetzt das pfauen blau leder sofa in Orange oder in Schwarz? Raus! Irr. Absolut irr. Aber ich hatte doch schon. Keine Ausrede jetzt! Sehr ruhig, die Kamerad. Es war sicher ein grusiger Schock für dich, aber trägt es nicht fassig. Die ganze Sache hat ja gar nicht mit der Babs. Wieso nicht? Der Walti gehört mir. Er hat mir den Brief geschrieben, den ich da dummerweise liegen lasse. Seht ihr jetzt, Gotti? Barbara ist unschuldig, ein Engel! Was hast du da vorhin gesagt, du Besser? Komm, du hast nicht nötig, du!
Du hast etwas mit dem Schangri. Sie hat unter einem schweren Umstand das Beste versucht. Ich verbürge den Hallo. Komm, beruhig die Kameras. Sicher ein grusiger Schock für dich. Aber träg's mit Fassung. Ramm ab! Weiss gar nicht, was dich an dem Mann anzieht. Dass er mich abzieht. Für heute bleibe ich jeden Abend daheim. Wie heisst denn der Walter? Hunziker. Bravo! Auf Wau Wau bin ich geprogrammiert. Wo wohnt denn der Hunziker? Warum? Ich mach Hundegutzli aus ihm. Er ist nicht in der Küche. So! Oh, ich rede noch mal mit ihm. Komm, Dorling, ums Leben. Nein, Moment, Bunkeli. Das blutte Flittli, da ist das die Telefonistin gewesen? Ja. Und ist also da noch am Balz einen Striptease gemacht? Nein, nicht ganz. Sie ist wieder Balz gekommen. Das ist recht. Aber Striptease hat sie für mich gemacht. Und kein Zerruss hätte mich von dieser Frau weggemacht. Habe ich nicht zu viel geschafft die letzte Zeit. Das habe ich dir ja immer gesagt. Und darum machen wir jetzt die schönsten Ferien, die man sich denken kann. Und wo? Putzeli. Wo, Putzeli, machen wir Ferien? Wo machen wir Ferien, Putzeli? Im Bett machen wir Ferien, Putzeli. Das wäre alles für heute. Sehr wohl, Madame.